Kurz eine Playlist an im Hintergrund. So, also. Hallo, Mensch. Kamera noch ein bisschen rauszoomen eigentlich. So, guck mal. Ja, schön, oder? Hi, Leute, was geht? Moin, na? Moin. Was geht? Hallo, hallo. Ey, mega, mega. Anno? Anno ist es jetzt nicht an der Stelle. Ich weiß auch nicht. Also, es ist nicht Anno, ne? Ich hab's eigentlich mehrfach jetzt hier gespeichert. Es ist nicht Anno. Es ist nicht Anno. Ich weiß nicht, warum Twitch es nicht immer noch... Wir spielen heute nicht Anno, Leute. Wir machen heute was anderes. Wir machen heute was ganz anderes. Und zwar werde ich heute einen kleinen Talk-Stream machen. Ja. Ja. Ich bin nicht alleine. Ich hoffe, ihr hört sie gut. Askation. Geile. Geile. Ja, mega, schon die ersten Fans im Chat. Danke dafür, Tobi. Pommes. Pommes, ganz wichtig, Leute. Können wir mal ganz kurz einen Pommes-Spam im Chat haben? Das ist ja. richtig. Ach, geil, jetzt hat er sich nochmal korrekt. Annie Aurora, du bist so sexy. Ja, guck mal, es geht schon los, Mann. Mega schön, ja. Ey. Mega. Genau, Leute, heute wird nicht gespielt, sondern tatsächlich werden wir heute ein bisschen talken und der Hund im Hintergrund ist maximal am Randalieren. Sehr schön. Man hört sie gut. Ja, mega, Alter. Guck Hammer. Mal, mit zwei Mikrofonen hier. Das ist richtig krass, ey. Ja, Leute, ich habe tatsächlich jetzt gar keinen genauen Plan, so wir werden das ein bisschen laid back hier machen, ganz entspannt. Ich dachte mir so, ey, es wäre eigentlich mal ganz witzig, wenn wir einfach hier ein bisschen... Ist kein Placement, nur das, also nicht, dass du das... Also ich muss das nicht machen, ich hatte einfach Durst tatsächlich, ne? Ist gar nicht jetzt irgendwie mit einem großartigen Konzept oder sowas dahin. Also ich fand es einfach mal nice, so einen kleinen Talkstream zu machen, ein bisschen Laberstream, weil ich mir gedacht habe, Leute, dass es einfach mal notwendig wäre, einfach mal sich mit Leuten hinzusetzen und zu labern. Und es gibt auch gar kein großes Konzept jetzt für dieses ganze Ding. Ich möchte das jetzt wöchentlich... Mit verschiedensten Leuten, die laute Hunde haben, machen. Ja, das ist ganz wichtig. Und also, Katzen. Katzen. Ich liebe Katzen, Leute. Ey, Katzen. Beste Tiere, wirklich. Wer eine Katze hat, kann direkt disconnecten. Schau euren Stream gerade vom Klo, ja, Bruder. Da muss ich aber ganz schnell los. Genau, also wir werden, wie gesagt, über verschiedenste Themen quatschen. Ich habe mir so ein paar Sachen runtergeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr so generell Podcasts und sowas überhaupt hört. Wir sind auch noch nicht vom Audio-Setup so hundertprozentig. Da fehlt noch so ein kleines Ding und sowas. Hier läuft ein Hund rum. Es ist alles ein bisschen chaotisch, aber Leute... Ja. Also es ist überhaupt kein Ding hier, so weißt du, wir machen das so ganz locker von der Hand. Anni, erstmal so die erste Frage, die man so stellt an so einem Podcast. Mensch, wie geht's dir denn so mega, oh, mir geht's mega so kreativ gut. So, wie geht's dir so? Richtig gut. Ja, was macht's Leben so? Ja, Sonne Leute, scheint klar, ja, ne? Klar, ja, gerade noch Eis essen gewesen, ey, war mega schön, ja, oder? Hammer. Ja. Ja, was war so, so. Und wie geht's dir? Wie geht's ey, mir dir? Geht's mega gegen, gut. Soll ich mal Musik im Hintergrund? Ich glaube, mach einfach mal Musik im Hintergrund. Ja, mir geht's auch sehr gut, ey, war gerade richtig lecker Eis essen, so, das war Hammer. Echt lecker. Das Eis, das war lecker und schön. Und ja, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint. Ich habe meine Sonnenbrille eben wieder gefunden, tatsächlich. Ja, jetzt hat er drei. Ja, ich pass mal auf, Leute. Richtig dumme Story. Ich habe mir irgendwann mal eine neue Sonnenbrille... Ja, wo ist sie jetzt? Sie ist schon wieder weg, Alter. Ich habe irgendwie sehr viel doppelt. Ich habe auch zwei Handys. Das eine ist von Jody, das andere ist von mir, weil meins immer kaputt geht. Naja, und was soll ich sagen? Ich habe meine eine Sonnenbrille mal verloren. Dachte ich zumindestens. Habe eine neue bestellt. Dann war meine andere Sonnenbrille aber in meiner Jackentasche. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich zwei. Jetzt ist das aber letzte Woche schon wieder passiert, weißt du? Und dann habe ich mir wieder neue bestellt. Und dann schaue ich hier gerade eben und bin so meinen ganzen Kram zusammenbauen. Ja, was ist? Die Sonnenbrille liegt einfach da vorne. Jetzt habe ich drei Sonnenbrillen und bin der glücklichste Mensch der Welt. Vor allen Dingen, weil es ja, ich habe ja Stärke drin, ne? Unsere Sonnenbrille kostet dann immer 250 Daran Euro. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, das ist das Ding. Das ist das Ding, so weißt du. Das ist halt das Problem, dass die Sonnenbrille dann immer dann arschteuer ist. Und im Großen und Ganzen hätte ich mir das auf jeden Fall sparen können. Ne? Vor allen Dingen, was ist, wenn deine Augen sich ändern, so von der Stärke? Nee, das dürfen die einfach nicht. Also ich habe auch davor schon mit meinem Augenarzt und meinen Augen geredet. Und das deinen darf Augen nicht sein. Auch. Ja, ja. So können wir das Quietschen ein bisschen lauter haben? Das wäre mega geil. Ja, arschgeil, sehr angenehm, sehr geil. Angenehm. Weiniger Fuchs, ich habe ihren Porno gesehen. Fesehen, Mensch, sowas. Den einen hat er geguckt, ja. Schön. Ist das Jody? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht Jody ist. So, pass auf. Ich hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so über die Wochen mal so durch den Kopf gegangen sind. Ne? Okay. So, die erste Sache, die mir so aufgefallen ist, bist du mal auf so einen Instagram-Feed von so einem Fitnessmodel gegangen? Von so einem männlichen Fitnessmodel? Ja. Und hast du schon mal versucht, zurück zu scrollen, um zu gucken, wie die Entwicklung bei demjenigen ist? So bis nach unten? So mal wirklich bis nach unten durchzuscrollen. Hast du mal gemacht? Nee. Aber die haben ja immer diese Vorher-Nachher-Bilder. Aber die sind ja wahrscheinlich auch nicht. Eben, genau. Das ist nämlich das Ding, weil ich versuche nämlich immer zu sehen, wenn ich so ein Fitness-Model-Dude da habe, der macht das seit, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren. Letztens habe ich einen gefunden, der hat das seit 8 Jahren gemacht. Der hatte, glaube ich,
1300 Posts und habe ich ein bisschen gescrollt und dachte so, okay, irgendwo muss ja der Moment kommen, wo er gesagt hat, so, ich fange jetzt an mit Instagram. Aber das Ding ist, der sah schon immer krass aus. Das heißt, es gibt nie, also ich habe das bei sehr vielen Feeds mitbekommen, du guckst mich jetzt richtig ungläubig an, ne? Aber man scrollt dann und scrollt und scrollt und man denkt so, okay, irgendwo müssen die auch so einen Starting Point gehabt haben. Ja. Man denkt sich so, okay, vielleicht ist das so ein Motivator für mich, der war ja auch mal vielleicht ein Lappen oder so, vielleicht, der hat ja auch mal angefangen, ne? Ja. Aber das gibt's nicht. Die sind einfach krass auf die Welt gekommen, zumindest laut Instagram. Krass auf die Welt gekommen. Ja, also ich Instagram, hab dann, da das ist ja eben. Es ist halt sehr viel zensiert und sehr viel rausgezogen. Aber ich hab mit Wolf gescrollt und es kam nie zu dem Punkt, wo ich dachte so, ach guck mal, der hat ja meine gleiche Füße wie du. Nee, ist nicht. So, die sind oder postet man nur Essen oder so ein richtig, so wo es so dunkel ist, weißt du, wo man gar nicht erkennt, ja, was ja, ist. Ja, 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 ja. So generell, es gibt sehr viele Menschen und ich zähle mich zum Glück nicht dazu, die ihren Instagram-Feed immer so aufräumen. Kennst du das, wenn du so ganz alle Bilder immer so löschst? Machst du das? Nee. Wenn man bei mir ganz nach unten scrollt, dann sieht man ganz gut. Ich habe das bei sehr vielen YouTubern schon gesehen, die machen das immer wieder. Die räumen immer ihre alten Sachen raus. Und bei mir sind auch Sachen dabei, wo ich mir so denke, so ey. Im Internet sind die doch eh für immer so. Ja, aber richtig, aber genau deshalb, wenn mal jemand so gestört ist wie ich und komplett bis zum Ende scrollt, will man ja auch am Ende krass aussehen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die nach und nach immer ihren Instagram-Feed bereinigen. Das finde ich schade. Ich finde das schade. Ich finde, das sollte man verbieten. Ja, finde ich auch. Ich finde, es sollte jetzt ein Gesetz erlassen werden. Wir haben in Deutschland sehr viele Probleme. Und das sollte an oberster Stelle stehen, ja. Dass Instagram-Feeds nicht nachträglich noch bearbeitet werden können. Wenn du Scheiße gepostet hast, dann musst du dafür stehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist wichtig. Dass man ja, aber ich finde, man muss ja auch irgendwie den Verlauf sehen, so von krasser, also von so random Dude zu krasser Dude, wenn die halt so Sport machen und so. Ja, aber das ist ja bei denen nicht so. Und das triggert mich auch, so. Ja, das triggert mich. Das macht den ja auch menschlich, finde ich. So. Nee, aber das sind ja keine Menschen, das sind Maschinen. Das die sind, sind als Maschine auf die Welt gekommen und es passiert einfach nichts. Also man sieht nicht, dass da irgendwie eine Entwicklung gewesen ist. Also die sind krass. Das finde ich langweilig. Und das Ding ist, dann reden die auch immer von der Entwicklung, so gerade wie Fitness-Dudes. So wie gesagt, no offense, so ich finde es mega geil, was die machen. Ja. Aber dann reden die immer so, ja, ich habe jetzt hier den und den Progression und ich gucke mir die Bilder von vor 2 Monaten und denke mir so, nee, du siehst gleich aus. Ja, so, aber ja, das ist dann immer so, ja, ich habe 0,2 Gramm weniger Körperfett. Ja, jetzt ja weniger Körperfett Prozent, hier, ich bin jetzt komplett auf trocken am Start. Ich denke mir so, krass geil. Bist du nicht so? Geiles Leben. Du siehst genauso aus wie vorher, was soll das? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist irgendwie sehr deprimierend für mich gewesen. Also auch bei männlichen noch krasser als bei weiblicheren. Bei Frauen stehen das tatsächlich eher zu. Ich habe eine gefunden, das war sehr interessant. Die hat als etwas übergewichtigere Frau angefangen und hat sich so richtig krass entwickelt zu so einer richtigen Maschine. Weißt du, sie war wirklich dann eiskalt durchtrainiert und sowas, so eine komplette 180-Grad-Drehung und die hat auch sehr viel über ihre Story wieder über berichtet und sowas. Early Boy, danke für die 1, 2, 3, 4, 5 Gift und Subs. Dankeschön dafür, Bruder. Ja, Mensch, yo, sowas hier. Guck mal, da ist mal eine Frau hier im Stream, Alter, da kommen die ganzen Geier, die haben gleich angefangen. Es muss immer öfter hin einer im Hintergrund zu sitzen. Kid off, Real Talk, ich weiß, wie sie nackt aussieht. Alter, das Scheiße. Ist krank, ja, oder? Das ist vielleicht die Einzige. Die Einzige, oder? Die Einzige. Weißt du ja nicht, kann ja eine Frau sein. Ne? Ja, es ist wahrscheinlich. Einzige. Ja, ich glaube, das ist auch schwer, Nackt-Content von dir zu finden. Das ist sehr schwierig. Ja, das ist glaube ich auch, ja. Ja, keine Ahnung, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber ich schaue mir auf jeden Fall, wenn ich so Fitness-Leute anschaue, ich schaue mir nicht diese gekünstelten Bilder an, davon könnte ich echt kotzen. Ja. Sondern nur diese Vorher-Nachher-Bilder oder diese, wenn die halt auch Leute trainieren oder so ein Online-Programm haben, schalten immer diese Vorher-Nachher-Bilder an. Da ist meine Sonnenbrille übrigens. Hier, warte. Hey, yeah. Die habe ich jetzt schon 3-mal verloren. Geil. Dieses Boss-Transformations-Ding von Kollegen, ne? So, wo dann so, wo du dann so siehst, zuerst war er ein richtiger Fettsack oder ein Mega-Lappen. Zeig mal. Warte mal, Boss-Transformation, wo haben wir das denn hier? Ich kenne das echt. Boss-Transformation. Vorher, nachher, so können wir mal ganz kurz hier. Vegetarier? Was? Ach, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht hier. Da sieht man dann immer, du meinst hier sowas hier wahrscheinlich, hier so ein genau. Kram, ne? So, lieber Chelvani, ich zeige das mal ganz kurz hier. Kurz mal hier umschalten auf die React-Cam. So, man sieht das jetzt hier, glaube ich, ganz gut. Warte mal, oh Gott, Alter, war jetzt ganz falsch hier. Man sieht das jetzt hier, glaube ich. Hier sowas meine ich, also hier, wo man halt dann... Sowas schaue ich mir gerne an. Sowas schaust du dir gerne an, einfach um die Progression zu sehen, so bei den Leuten, ne? Ja, hier, aber das Gesicht ändert sich auch mal. Guck mal, er hat sich auch krass verändert. Ne, er ist von Kollegen zu dem hier geworden. Maximal seltsam, man weiß es nicht, aber er hat es geschafft. Ja, ey, falsche Cam-Szene hier an der Stelle. Ja, nee, kann ich nachvollziehen, dass man sowas... Aber ja, Instagram halten. Ist aber sehr viel gekünstelt halt und sehr viel irgendwie so außen vor gelassen. Finde ich immer schade. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Noch eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist diese Woche. Ja. Kennst du das, wenn du so einen Möbelhauskatalog dir anschaust? Ja. Und dann siehst du so eine Wohnung und denkst dir so, geil, so lebt kein Mensch. Ja. Weil dann ist diese Wohnung wirklich, die ist ja so, also eine Wohnung im Möbelhauskatalog, die ist ja so
krank eingerichtet. Da ist dann, stimmt ja dann einfach alles. Ja. Und da liegt ja nicht mal ein Buch oder sowas rum oder mein Handy oder meine Socke auf dem Boden. So, ey, Digga, wenn man zu Hause ist, da liegt meine Socke auf dem Boden oder eine Unterhose. Ja, mein ist ja Hund so. Liebt Socken. Ohne Spaß. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich gehe spät ins Bett, ziehe mich dann halt vorm Bett so aus und lass es halt einfach auf dem Boden liegen. Und halt auch Socken. Ja. Der nimmt die sofort und zerfleddert die. Das ist ganz schrecklich. Und in diesen Möbelhauskatalogen ist das nämlich nicht so. Wenn man sich jetzt hier, warte, kann ich auch nochmal etwas zeigen. Gehen wir mal. Kein Hund, der Socken zerfleddert. Guck mal hier, warte mal. Machen wir, das haben wir nämlich letztens eingezogen. Ohne jetzt hier irgendwie placementmäßig zu machen, Alter. Warte mal. Gehen wir einfach mal so Wohnzimmer. Ist ganz schlimm, Digga. Wohnzimmer ist richtig schlimm. Wenn du dann so. Warte, dann musst du auf Inspiration oder sowas. Gibt's gehen. Das hier? Wohnideen da. Wohnideen. Guck mal hier, und dann machen wir mal, gehen wir mal auf Club. Mid-Century Modern, das klingt doch mega geil. So, und ganz ehrlich, jetzt warte mal, jetzt hier, no shit. Ich so. Ich finde die aber geil, ich würde auch so wohnen. Ja, aber guck mal, so wohnt man nicht, so sieht kein Zuhause aus, weißt du, was ich meine? Wenn du so wohnst, dann bist du ein Psychopath in meinen Augen. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht böse gemeint. Hast du meine Wohnung noch nicht gesehen? Sieht das da so aus? Sieht es da? Guck mal, selbst. Ja, okay, ich hab jetzt so einen Moment. Da geht ja jemand hin und sagt so: Ich schmeiß jetzt diese Wolldecke so messy drauf und das ist so ja, okay, schick, nein, weißt das du? Nicht, guck das mal hier. Nicht. Diese Wolldecke liegt richtig bekackt da und es sieht trotzdem geil aus. Klar ist das ein Foto und sowas, aber wer so wohnt, der hat die Kontrolle über sein Leben komplett verloren, finde ich. Also, das ist ja nicht normal, oder? Nee. Also ich mache jetzt nicht jeden Abend so, okay, ich muss auf meine Wolldecke so. Guck mal hier. Dann mache ich so 10 Versuche, bis es halt so geil aussieht, weißt du? Hier, guck mal. Wessen Wohnung sieht so aus, Alter? Meine Wohnung sieht so aus, wenn ich 6 Putzfrauen habe, die jeden Tag dafür gucken, dass dieser bewichste rote Mob die ganze Zeit durchgebohnert ist und sauber ist. Und ein Regal. Wer hat in seinem Regal so wenig, im Regal steht, meine Kamera. Wer hat im Regal Kissen? Kissen in dem Regal. So, es sieht ja echt schön aus, aber Leute. Nein, das ist dämlich. So wohnt keiner. Und auch IKEA-Wohnungen. Kennst du das so, wenn du bei IKEA guckst, denkst du so, boah, das Bett sieht richtig geil aus, guckst im Katalog, boah, ich kann das so mit Kissen machen. Dann guckst du es zu Hause an, denkst du so, ja, bin ich geistig behindert. Ja. So, das sieht dann. Wieso sieht das nicht so geil boah, aus? Das sieht dann so schrecklich aus, aber das sieht dann so unglaublich schrecklich aus. Was haben wir hier noch für Trends? Können wir mal gucken hier. Art Deco, mega schön. Finde ich super geil. Boah, nee, so will ich nicht mehr. Finde ich super schön teilweise. Aber auch hier. Digga, da ist alles abgestimmt. Das ist das Problem mit so goldenen Kram. Da musst du alles in Gold haben. Also du warst ja schon bei. Guck mal, ein Schlafzimmer, was so aussieht, tut mir leid, da will ich nicht schlafen. Nee. Da hätte ich Angst, dass diese Person, der das Schlafzimmer gehört, nachts mein Gesicht abzieht und es irgendwie zum Spaß anzieht oder sowas. Weißt das du, was ich meine? Das ist wie, wenn du so Airbnbs oder so hast oder auch so. Ja, Airbnbs. Du merkst halt, das ist einfach nur so komisch eingerichtet, aber es ist trotzdem nicht wohnlich. Weißt ja, du? Es ist einfach nur nett eingerichtet, aber du hast dieses Feeling nicht, dass du jetzt sagst, boah, geil. Es ist so. Es ist genau das. Airbnb sind immer so, du hast diese leeren Bilderrahmen. Du hast so leere Bilderrahmen. Ja, genau. Oder dich grinsen so Stockfotos an. Wir waren in Berlin bei der TwitchCon auch in einem Airbnb und da hat jemand legit einfach Stockfotos von glücklichen Familien in diese Bilderrahmen reingehangen. Und ich habe mich gewundert, dass da unten nicht noch Image-Check oder sowas drauf stand. Weißt du, was ich meine? So, du fühlst dich einfach wie in so einem Grusel aus, in so einem Haunted House. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt so, auch einfach nicht gemütlich. So. Ja, fühl dich zu Hause, aber nicht zu sehr, weil du sollst dich morgen wieder verpissen. So, das ist so das Modell von Airbnb. So, ist zwar schön, schöner und heimlicher als ein Hotel, aber nicht zu heimlich, verpiss dich bloß morgen wieder. So, mach deine Kacke weg. Ich war in einem Airbnb drin und da hat es kein Shampoo gehabt. Ist das nicht normal? Dass in einem Airbnb? Also oft jetzt immer gehabt und ich dachte das eine Mal so, komm, gehst du mal dahin und dann habe ich mich mit normaler Seife gewaschen. Mit so Handseife. Da muss ich damit meine Haare waschen und alles. Also ich erwarte nicht, dass die da eine Zahnbürste, Tampons und sowas, das brauchen die ja nicht. Ne? Und ich bringe auch schon meine eigenen Klamotten mit, soweit bin ich schon. Also das ich ziehe ja nicht, zieh nicht deren Unterwäsche an oder sowas. Ja, und aber Airbnb ist ja meist immer so eine, also ich kenne das jetzt nur von Amerika, so weil ich da halt immer meist bin. So, sie haben ja diese XXL-Flaschen. Ja, richtig, genau. Halt genau, und das hatten die halt da gar nicht in Berlin. Und das war für mich traurig. Ich war auch sogar schon mal im Airbnb, wo es nicht mal Handtücher gab. Ja. Bei meinem letzten Airbnb, da waren die Pfannen, da war der Henkel so locker, du hattest die ganze Zeit Angst, dass während du kochst, dieser Henkel kaputt geht. Kochst du in einem Airbnb? Ja. Jetzt mal for real? Ja. Ist das der Grund, warum man immer Airbnb? Ich gehe immer nur Airbnb, was günstiger ist. Nee, ich gehe Airbnb vor allen Dingen in Amerika, weil ich selber kochen will. Ah, okay. Ja, das macht schon Sinn, ich weiß nicht. Aber ich bin noch länger da, weißt du? Ich bin da. Ja, gut, so jetzt TwitchCon, was hätte ich da kochen sollen so? Ja, gut, da koche ich auch nicht. Die hatten dann aber auch wirklich, du machst die Schublade auf, da sind 3 Löffel drin. 3 Löffel und einer davon ist verbogen und es sieht aus, als hätte sich Uri Geller persönlich ins Arschloch gesteckt, wirklich. Also das war.
Manchmal wieder. Kann man da auch gar nicht kochen, weil die halt so random Scheiß einfach nur zusammen haben. So einen Flaschenöffner und einen Topf. Ja, ja, richtig. Also so. Ja, dann rühr doch damit um, du Spast. So, mach doch damit einfach. Kennst du das, wenn du in einem Airbnb bist und der Vormieter hat noch so Sachen dagelassen, so Lebensmittel irgendwie so, da sind so ein paar Nudeln und sowas, und du guckst dann so drauf, denkst dir so, ah cool, die haben Nudeln hier, so Miraculi-Set. Und dann guckst du so Verfallsdatum, ja, 1943, mega geil. Ja, geil. Danke dafür, Mann, danke dafür. Boah, ey. Ja, ihm geht's auch richtig gut dahin, ja. Oder? Er hat richtig Bock, ey. Oder wenn in einem Airbnb so 10 Millionen Gewürze stehen, das finde ich auch immer geil. Weil jeder, die aber auch gar nicht so zusammenpassen, weil aber jeder was Neues kauft. Jeder kauft und das immer ein Gewürz, ja. So 6 Sorten von Meersalz. Ja. So Salz, geil. Alter, was willst du davon? Ja. Ja, nee, das ist immer schrecklich. Und jetzt können wir auch direkt, pass auf, jetzt super überall zum nächsten Ding, was mir aufgefallen ist. Es gibt immer noch Leute, und das, ey, so Umweltschutz, Charity Stream, wichtig. Ja, wichtig, wirklich wichtig, aber... was mich ankotzt, ist einlagiges Klopapier. Und das hat sie in dem Airbnb gehabt. Ja, das so. Sieht man aber auch nur in Hotels. Oder das ist so schrecklich, aber Mann. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch echt nicht. Du gehst ja hin und sagst deinem Gast, so, ich zolle deinem Arsch Disrespect. Weißt du, was ich meine? So, klar, geh so, hier nicht auf Klo. Kack hier nicht. So, geh ja, woanders genau. Kacken. So. Am besten machst du dann, kannst du auf die Rolle auch gar nichts drauf, Mann. Da legst du auf die Rolle einfach so ein Post-it drauf und sagst, fick dich. Das ist genau das Gleiche. Einlagiges Klopapier. Ey, so oft schon wirklich damit, also wir können ja hier offen reden, ja. So wenn man sich dann halt damit den Hintern abputzt, ja, es bringt halt nichts, weil du hast eh die Scheiße am Finger, weißt du, was ich meine? Ja, also ich halt so. Mach's ja nicht bewusst, dass ich jetzt so richtig so, weißt du, so, mach ich ja nicht, ich bin keine Baggerschaufel, weißt du, was ich meine? Aber, nee, wieso bellt Trimax im Hintergrund? Trimax ist gerade ein bisschen sauer davon, Trimax hat gerade bei Fortnite verloren, deshalb. Hallo Chef Strobel, was geht? Kennst du ihn auch? Ja. Strobel, Alter, Fortnite, ey, mega geil. Und dann ist deine Rosette rund. Ja, kenne ich ihn. Von Fortnite Party, ne? Wo wir den Stein rumgeworfen haben, Alter. Oh, ja, ja, das war auf jeden Fall eine geile Zeit, ey. Ja. Vielleicht ist Klopapier das Beste. Und ich muss ehrlich sagen, da ist Paluten heute noch mal dankbar. Warte, bist du einer, der im Supermarkt die Packung aufreißt, um das Klopapier zu füllen? Nee, so krank bin ich nicht. Machst du das? Nein, aber ich hab's Freunde, die das machen. Echt jetzt? Ohne Spaß. Du machst es? Ja. Ach Gott, Alter. Das nee. Ist so ein Idiot. Ey, das kannst du nicht machen. Das wäre so, als wenn du so eine Zahnbürste nimmst und sagst, nee, fühlt dich nicht geil, dann schmeiß ich weg. Oder du machst dir so einen Joghurt auf und gehst einfach mit der Hand dran und sagst, aber schmeckt nicht und schmeißt ihn auf den Boden. So. Aber kennst du das nicht, dass du das zum Beispiel bei Deo oder so machst? Ja, bei Deo ist so normal. Ich hab das bei Haargel. Ich war letztens auch in Berlin im Supermarkt und in einem DM drin. Ne? Und da habe ich das Haargel aufgemacht und da war da oben so diese Alufolie drauf. Da habe ich mich so umgeguckt. Hab da so ganz unauffällig meinen kompletten Finger da reingehauen. Weil ich dachte, dann könnte man das wieder so zumachen. Hä? Hab dann gerochen. Nee, ich fühlte mich nicht gut, hab's wieder zurückgestellt. Ich hab mich richtig schlecht gefühlt. Bist du doof? Ich wollte ja wissen, wie das ist. Ich muss, bei Hagel ist so die Konsistenz bei mir ja, sehr wichtig, okay, weißt du? Aber... Bei Klopapier auch. Nee, also zum Beispiel, noch besser wär's, wenn du dich direkt in Rewe hinsetzt mit einem Eimer, Alter, Probe kackst, dann abwischst und sagst, mittendrin, nee, passt nicht, zum Verkäufer. Und der guckt dich an, Digga, was machst du hier? So, was machst du hier gerade? Ja, ey, Einlage ist. Feuchtes Klopapier finde ich geil. Feuchtes Klopapier, bist du ein Fan davon? Ja. Ja? Aber ich versuche es abzugewöhnen. Es ist schlecht für die Umwelt, ja, ne? Es ist halt sauschlecht für den Abfluss, aber ich finde, man zollt seinem Arschloch wirklich viel aber zu wenig Respekt. Aber da gibt es auch richtig scheiß feuchtes Klopapier. Ja, es gibt auch so richtig raues, dünne, ne? Oder die so leicht so. Weißt du? Brechen, weißt du, was das Beste ist? Das beste feuchte Klopapier sind nicht. Klopapier an sich, sondern tatsächlich diese Tücher, um sich abzuschminken. Weil das ist so weich, dass es wirklich so, als würde jemand mit der Zunge das sauber machen. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, aber dann hast du Make-up-Entferner am Arsch. Ach ja, da ist ja noch irgendwas drauf, ne? Ja, gut. Mach ja. Das ruhig weiter. Vielleicht ist das nicht die beste Idee. Hast du ja vielleicht recht. Vielleicht sollte man sich kein Make-up-Entferner am Arsch. Ja, Toilettenpapier, da scheiden sich echt die Geister. Also, wir hatten auch mal so eine Phase, wo wir dachten, ja, Recycling-Klopapier ist ganz geil. Aber glaub mir ganz ehrlich, nach 2 Tagen kannst du dann keinen Bus mehr fahren, weil dein Arsch, der dankt es dir nicht. Ehrlich, es ist. Bist du jemand, der Uber und Taxi fährt? So Uber, generell? Ja. 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 Warum findest du Uber geil? Weil es günstiger ist, oder? Aber und ich finde, man lernt immer so coole Leute kennen. So. Das ist bei Uber immer das Ding. Ich finde Uber, also no front so an Taxifahrer. So, die machen einen geilen Job und ich finde es wichtig, dass es da so ein Gesetz in Deutschland gibt, die Taxifahrer den Beruf erhalten und sowas. Und ich finde das gut, dass jeder so einen Personenbeförderungsschein machen muss, pipapo, und halt auch einen Straßentest und aber sowas. Aber ne? Man muss ja real talk, die meisten Taxifahrer sind halt einfach scheiße. Das ist nämlich genau das Ding, worauf ich hinaus will. Ich steige in Uber ein, ich sehe, was ich bezahle. Ja. Ich sehe die Bewertung von dem Fahrer. Wenn ich bei MyTaxi einen Fahrer rufe,
Dann hatte ich schon echt, ich hatte einmal in Köln, habe ich mit Moment Taxi gefahren, der Typ hat die ganze Zeit eine rechte Suppe von sich gelassen und gesagt, okay, ich steige jetzt aus, ich bin raus, weißt du. Und dann sind wir ausgestiegen und haben halt einfach keinen Bock mehr gehabt auf den. Und dann hast du auch teilweise, ich habe das Gefühl, Taxifahrer fahren immer wie Gestörte. Ja, so, ich habe echt immer Angst, dass der Taxifahrer mich einfach umbringt oder irgendwo aus, rauszieht und dann komplett mich vergewaltigt. Weißt du, was ich meine? Und bei Uber, es ist oder halt eine Privatperson. Oder die telefonieren die ganze Zeit. Auf laut. Ich hatte letztens einen Taxifahrer, der hat mit jemandem telefoniert, der Typ hat angefangen, auf Arabisch zu singen. Und ich dachte so, okay, ist ja ganz nett, aber das ging dann 20 Minuten lang. Und die haben sich gegenseitig was vorgesungen. Und ich dachte so, ich habe dann ihn gefragt, er meinte so, yo, wir sind zusammen in so einem Chor. Und ich so, ja, mega cool, dass ihr gerade Chorprobe habt, aber ich versuche hier hinten zu pennen. Ja. So, ich hatte 2 Bier getrunken, 3 Bier, ich wollte schlafen. Und er so, nee, wir sind hier gerade am Trainieren. Ich so, ja, ist geil. Also, ja, Digga, also Taxifahrer und Uber, das ist echt so eine Geschichte. Was macht denn der Hundi hier? Komm mal her. Komm her, Lu. Will nicht, ne? Kein Bock drauf, Alter. 2, 3 Bier, genau. Oh, oh, ja, vielleicht waren es 5, 6. Ach, guck mal hier. Na, du? Guck mal. Möchtest du auch was sagen? Hallo. Gar kein Bock drauf, ne? Voll süß, Alter. 2 Bier getrunken, du bist doch ein Lügner. Captain Rotkurs waren 190 Bier, Alter. So, guck mal hier. Meinst du, jetzt ist er auch still, ne? Ja. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Pipi von ihm am Arm bekommen. Geil. Ja, mega schön, ey. Da sind wir wieder. Du bist jetzt Camper. Ich bin jetzt markiert, ey. Ich gehöre jetzt dazu. Ah, oh Mann, ey. Was sind jetzt noch? Boah, eine Sache. Das ist eine große Grundsatzdiskussion. Die haben wir auch letztens im Chat geführt. Ja. Popcorn. Salzig oder süß oder gemischt? Schwierig, ne? Ich mag salzig echt gerne. Echt auch. Ich finde es aber gemischt am geilsten, dass du die nobelste mich und ich mir gönnen kann. So. Finde ich ganz nice. Aber ich könnte auch nicht nur salzig essen. Nee, nicht nur salzig. Das ist genau das gleiche wie in einer sauberen Wohnung. Du bist ein Spaß. Du bist ein Psychopath. Weißt du, was ich meine? Wenn jemand vor mir sitzt mit verschränkten Beinen und salziges Popcorn isst, dann weiß ich direkt, okay, der zieht in den nächsten 3 Minuten ein Messer und sticht mich ab. Ja. Es gibt einfach so, es gibt so bestimmte Sachen in meinem Kopf, zumindest in meinem Universum existiert das so, dass bestimmte Eigenarten, wie jemand, der sagt, so, ich benutze gerne Einlagesklopapier oder ach was, ich nutze direkt meine Hand. Also mit dem Menschen will ich keinen Kontakt haben, weißt du, was ich meine? Weil wenn mir jemand sagt, hey, ich finde es geil, dass ich ein juckendes und offenes Arschloch habe, dann, ja, tut mir leid, dann will ich einfach damit keinen Kontakt haben. Ja, aber Popcorn, ey, das ist immer das Ding im Kino. Wenn du das isst und dann kleben diese Dinger hier und dann kriegst du das nicht ab und dann hängst du da im Kino und versuchst das abzumachen und ich bin letztens fast an so einem Ding erstickt, weil ich es rausgeholt habe. Und dann ist dieses Korn mir in den Rachen gefallen. Ich bin fast gestorben und habe richtig laut gehustet und dann hat noch jemand vor mir gesagt, halt's Maul. So war ich zu laut gehustet. Was? Hab. Ja, Köln, ey, Köln Kino ist geil. Geil. Ja. So, Annie, genug Random Talk, glaube ich, jetzt ist natürlich wichtig für die Leute, die dich nicht kennen. Erzähl doch mal, was machst du so Schönes? Was ich mache? Ich glaube, der Chat, der sagt das schon die ganze Zeit. Bist du nicht Pornodarstellerin? Nee, da steht jetzt einfach nur, es lebe Karamellpopcorn. Also ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Das ist auch sehr pervers. Was du willst. Also ich glaube, Leute, Pommes und Porno ist gerade das Thema. Meine beiden Lieblingssachen. Pommes und Porno. Geil. Alter, ne? Die wissen schon total Bescheid. Das wäre jetzt so, wenn man jetzt so Folgen möchte, das auf Spotify releasen würde, kann man sagen Pommes und Porno, Alter, als Titel. Sehr schön. Das wird mein Podcast. Ja, ne? Pommes und Porno, Alter, wenn wirklich. Wenn ich mal einen Podcast mache, halt dann heißt der Pommes und Porno. Ja. Ist eigentlich ganz gut, ne? Ich find's echt super. Eine blöde Frage. Wir haben eben schon ganz viel beim Essen geredet. Ja. Und ich musste da echt aufpassen, dass ich dir sehr viele Fragen jetzt zu früh stelle. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon gewastet, Leute. Die können wir jetzt einfach nicht mehr fragen, weil es wäre dumm, wenn ich jetzt so tue, als wüsste ich das gar nicht. Ganz blöde Frage, die du wahrscheinlich 100.000... Ach, guck mal hier, voll schön, was der Chat gerade schreibt. Mega. Oh, ist halt wahrscheinlich ein Chat-Bot irgendwie. Eine Sache, die sich super viele Leute wahrscheinlich fragen, wie bist du da so zugekommen? Wie hat das angefangen bei dir? Ich war schon immer sehr offen, was sowas angeht. Muss man auch, glaube ich, dann sein in der Branche, ne? Joa. Ja. Und war halt in der Swingerwelt eher so unterwegs. Mhm. Und dann, es gibt so Seiten für Swinger, wo man sich drauf anmelden kann. Und das ist wie Facebook für Swinger. Für Swinger halt, ja, ja. Und da kann man halt auch Videos hochladen. Mhm. Und dann ist es einfach so angefangen. Genau. Und da habe ich das erste Video von mir hochgeladen und alle auf dieser Plattform sind total ausgerastet. Und ich dachte mir so, nice. Läuft. Nice. So, cool. Also man hat nicht mein Gesicht gesehen oder so, aber... Aber halt die Teile, die es halt beim Swing braucht, ne? Genau. Ja, die Swinger.
Ja, dann mit 18 habe ich dann angefangen. Ach, das war vor, bevor du. Ach so, okay. Das ist darf man eigentlich nicht? Leute? Nee, das ist ganz wichtig, Leute. Ihr müsst unbedingt aufpassen. Also macht sowas nicht. Boah, jetzt wird der ganze Chat hier weggesperrt, Alter. Ganz viele Chatbots hier. Ja, krass. Mit 18 hast du dann direkt angefangen. Ja. Ist das denn so, dass wenn man, je jünger man anfängt, umso besser ist das tatsächlich? Oder kann man auch noch, wenn ich jetzt, als Kerl glaube ich sowieso noch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn man jetzt als 35-jährige Frau sagt, boah, mir ist so langweilig, ich mache jetzt ein Porno, kommt man da trotzdem noch in diese ganze Szene so rein? Oder ist das schon, sagt, das ist, da gibt es da so ein Alterscap? Ja, du kannst da natürlich trotzdem immer noch als MILF, ne? Haben wir eben schon gesagt, ab 30 ist das schon, ne? Ja, ab 30. Genau. Scheiße, ey. Dann kannst du trotzdem noch deine. Du bist 22, ne? Ja. 8 Jahre noch, dann ist vorbei. Das ist ja richtig shocking. Die meisten MILFs haben gar keine Kinder, ne? Ja. Dann ist ja dieses Mom. Da geht es halt eher ums Alter, ne? Und du weißt, also es gibt auch Leute in meinem Alter, die haben schon Kinder, aber die werden natürlich immer noch in diesen jüngeren Bereich abgeschoben. Es gibt Leute, die mit 22 Kinder bekommen. Ja. Das wäre verrückt, oder? Ganz crazy. Wenn wir Kinder haben, das Kind ist irgendwie schon 5 oder so. Ich denke mir so. Die ganze Zeit das Problem, dass die Kamera irgendwie nicht so 100% scharf ist. Dafür wir beide. Ja, schön. Wie ist das generell? Aber die haben dann natürlich eine kürzere Karriere. So, das wollte ich. Wegen den Kindern? Oder wie? Nein, weil irgendwann ist natürlich auch vorbei. Außer du bist so ein Allround-Mensch, dass du halt. Weil manche Menschen sind ja so speziell, dass sie ja so eine Nische. Wie heißt die Frage für einen Freund? Annie Aurora. Das steht im Titel, Leute. Ja, eben. Man kann das eigentlich ganz gut lesen, tatsächlich oben. Ja. Wie ist das generell bei dir so karrieremäßig verlaufen, so wenn man so fragen darf? Also, man fängt ja immer so relativ amateurhaft an. Ne? So ist ja der Bereich, so heißt das ja, also bei YouTube ja auch. Noch, ne? Ich bin immer noch auf Amateurseiten. Aber für mich war das nie so, boah, krass, ich werde jetzt Pornodarstellerin. Mhm. Sondern eher so Hobby, so. Mhm. Ja, machst du mal Cam, so. Einfach ja, so ja, und Spaß. Dann irgendwann halt einfach gesagt, so, ich mache das jetzt professionell. Ja, genau. Und irgendwann so, ja, du kannst schon irgendwie davon leben. Mhm. Why not? So, wenn dir Spaß macht, ne, ist ja genauso wie YouTube. Ja. Ist ja auch irgendwann so, ja. Hast du da vorher noch irgendwie einen Job nebenbei oder sowas? Ich bin in die Schule gegangen. Also ich habe mein Fachabi gemacht. Wussten das Leute aus deiner Klasse und sowas? Die ganze Schule wusste das. Und wie war das so für dich? Das war scheiße. Ja? Weil Berufskolleg, natürlich, da sind dann die ganzen 16-jährigen Kiddies. Ja. Yeah. Geil. Hast du jetzt ein neues Opfer gefunden? Okay. Also sehr unangenehm, oder wie? Ja, es war halt, natürlich ist es nicht cool, wenn du kommst in den Saal und alle starren dich an, gefühlt. Ja, so. Ja. Das ist natürlich nicht cool. Es gab natürlich schon Leute, die dann gesagt haben, finde ich cool, was du machst. Ja. Wie war im das? Im Endeffekt habe ich dann... war ich mit meinen Freunden, die ich eh da hatte, immer noch cool. Ich habe denen das so ein bisschen erklärt und die meinten dann auch so, ja, läuft. Mhm. Und sonst mit dem Rest hatte ich ja eh nichts zu tun. Und ich bin zur Schule hin, bin dann wieder zurück und das war es eigentlich. Also so, ich habe meinen Abschluss gemacht und das ist so die Hauptsache irgendwie. Lehrer, haben die dazu irgendwas gesagt? Gab es da so, also ich kann mir immer, das Ding ist, ich hatte es früher bei mir so, dass Lehrer immer sehr ins private Leben trotzdem noch versucht haben, mit einzugreifen, also zu sagen, so, ja, ich habe jetzt gesehen, da warst du rauchen oder sowas, oder du hast mal da, ich habe jetzt hier auf einer Party, das war auch so eine Sache, ich habe eine Lehrerin bei mir auf einer Dorfparty in einem Zelt getroffen und ich war halt wirklich Oberkante unterlebt, also ich war nicht mehr lebensfähig, sage ich mal, und dann hat sie mich dann am nächsten oder am übernächsten Tag in der Schule beiseite und meinte so, hey, vielleicht hast du ja ein Problem, oder? Und ich so, nee, ich war einfach besoffen, so, weißt du, ja, aber was sagen deine Eltern dazu? Und so. War das denn da auch so, weil das Lehrer so gekommen sagt, sag mal, Kind, willst du das überhaupt und wie ist das für dich? Und nee, bei mir war das eher, ich habe früher Gitarre gespielt und hatte dann mit einer Freundin eine Gruppe. Ja, genau. Gitarren-Gang. So. Wir waren Gitarren-Gang. Gitarren-Gang. Und da war eher meine Gitarrenlehrerin, die dann so meinte, so, oh ja, große Veränderung, geht's dir denn gut oder möchtest du das überhaupt? Weißt du, so. Wo ich dann auch gesagt habe, so, Das ist auch so eine Sache, auf die ich mal hinaus wollte. So, ich glaube, dass sehr viele Leute immer noch denken, das ist alles gar nicht freiwillig und die wollen das ja alle gar nicht. Genau. Ne? Das ist ja alles erzwungen. Ja, so. Ja, ja. Wer zwingt dich dazu? Oh Aha. mein Gott, wir müssen dich da rausholen. Ja, ja, sollen wir dich irgendwie retten? Brauchst du ein SWAT-Team oder sowas? Ja, genau. So. Brauchst du Geld? Ich gebe dir Geld. Taser für dich, irgendwie Pfefferspray. Brauchst du irgendwas? So. Da haben wir eben auch kurz drüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, sehr viel Negativstigma da immer noch, was so anheftet. Ne? So, das ist... ähnlich, also ich hab auch das letztens auch gesagt, letztendlich ist die YouTube-Szene nichts anderes, nur dass da halt offen vor der Kamera gefickt wird und bei uns hinter der Kamera halt, ne? Sonst ist das nichts anderes tatsächlich. Das sind alles, ich bin übrigens SWAT-Team. Ja, sehr gut, Kevin, Alter, wieso bist du noch Mod bei mir? Was soll das? Ja, absolut, absolut. absolut weg damit, Alter. Ja, finde ich interessant. Und ist es dann so, dass man
also ich stelle mir das so, bei YouTube kann ich mir das sehr gut herleiten, man kriegt eine Reichweite, man gaint Follower und irgendwann hat man seinen Status irgendwie so, bei euch ist ja auch, dass viele Social Media Profile natürlich mitwachsen und sowas, aber ab wann kann man denn quasi von einem Professional reden? Also ist es dann, wie kommt jeder es dazu? Ja? Also jeder Amateur, auch auf diesen Amateurtag, ist eigentlich professionell, wenn man länger als, was weiß ich, 3 Monate dort sein kann. Okay, solange man sich halt hält quasi, genau. Ne? Ja. Also jeder Pornodarsteller, der groß ist, hat was im Köpfchen, muss man auch mal sagen. Das ist tatsächlich, also Lucy Cat hat ja zum Beispiel auch mitgeredet, ist super, super nett und ist auch nicht auf den Kopf gefallen, so wie du. Wir sind alle halt, ne? Das ist halt auch ein Business, da muss man sich ja natürlich auch reinzwecken, ne? Das ist natürlich wichtig. Wie ist das, wann hast du so gemerkt, okay, jetzt bin ich jetzt nicht einer dieser Profis, war das erst seit dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt schon so lange dabei, oder als wirklich dann größere Namen auf dich zukamen, größere Seiten? Es gibt ja gerade, ich glaube, das Internetgeschäft ist ja das Größte tatsächlich, ne? Das ist ja auch eine eigene Seite und sowas. War das so, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt läuft der Hase, oder wie war das so? Also ich würde mich nie wirklich als Profi, ach, keine Ahnung, ich mag mich nicht so beschreiben, so zum Beispiel, wenn Aber du bist ja professionell, ne? Du bist ja professionell. So, du kannst da sehr offen drüber reden. Genauso, wenn wenn ich so Interviews führe und alle so, oh, du hast ja voll die krasse Karriere, bla bla bla. Und ich denke mir so... Ja, aber ist es ja nicht. Ja, aber ich habe einfach nur Spaß, weißt du? Für mich ist es halt ähnlich wie bei uns. Ja, so, ja, für mich ist es kein Job, sondern ich mache es halt einfach, weil es cool ist. Ja. Und dann kommen halt diese Fragen und du denkst dir so, oh ja, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich bin richtig geil. Ich bin sondern, so die Heftigste, ja. Genau, ich bin richtig geile Polnisch, sondern ich hab halt einfach Spaß, weißt du? Was ich... Für mich ist es halt einfach so everyday... Everyday Business halt, ja, so, ja, ganz normal. Ja, das ist halt bei uns YouTubern auch so, dass halt auch sehr oft unterstellt wird, ja, ihr macht das ja nur wegen dem Geld. Und das ist ja da auch nicht der Fall. Man macht's ja einfach, weil es halt Bock macht, so, ne? Ja, genau. Und weil man... So dumm es auch vielleicht jetzt in diesen beiden Dingen klingen mag, weil man ja auch einfach gut in diesen Sachen ist. Ja, so, ne? Genau. Du bist gut in der Performance und ich mache sicherlich auch irgendwas richtig, sonst würden jetzt hier nicht so viele Leute zuschauen. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja das Ding. Und wenn man noch was findet, dann ist das doch ganz schön. Ja, crazy. Wir hatten eben mal kurz drüber gesprochen, so vielleicht brechen wir es nochmal ganz kurz runter, wie das bei so einem Dreh abläuft. So. Eben mal so ganz dumm gefragt. Willst du jetzt alles wissen? Ich will jetzt gar nicht, Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht zu viel wissen. So, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Nein, das meine ich ja nicht. So. Ich hatte eben mal kurz gefragt, wie das ist. Du kriegst natürlich vorher deinen Drehpartner. Ja. Und du weißt, wer das ist. Und du sagst natürlich vorher ja oder nö. Genau. Und ist es dann auch manchmal so, dass du sogar in der Verhandlungsposition bist, zu sagen, nee, ich will das nicht mit dem machen? So, wenn es denn jetzt quasi um einen Shoot für eine Seite XY geht, die sagt, hey, wir wollen unbedingt mit dir drehen. Du sagst ja, aber ich will jetzt nicht mit dem drehen, weil der ist mir mal dumm gekommen oder ich mag den einfach nicht und ich finde den nicht attraktiv. Weißt du, was weiß ich? Mhm. Kannst du doch teilweise sagen, ich hätte gern wen anders und dann pitchst du quasi, Leute? Ich weiß ja nicht, wie das ist. Also ich habe das zum Beispiel bei Kooperationen teilweise so, dass wenn ich jetzt sage, ey, du machst jetzt eine Kooperation, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, yo, du machst eine Kooperation gemeinsam mit Leon Marchand, und ich sage, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt so, ne, so netter Typ, alles cool, aber vielleicht einfach nicht mein Business, können wir das nicht maybe mit wem anders machen? So, das ist auch schon mal vorgekommen tatsächlich, ne? Ist das bei dir auch so, dass du sagen kannst, ich will das jetzt einfach nicht und nehmen wen anders, oder? Das kommt sehr, 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 sehr selten vor. Mhm. Aber theoretisch könntest du es machen. Mhm. Aber du musst natürlich sehr gut mit der Company sein und so. Das kannst du natürlich nicht jetzt hier, ne? Du kannst ja nicht, wenn du jetzt gerade das erste Mal da bist, also so... Mit dem drehe ich nicht. Also das will ich aber jetzt nicht. Naja, okay, cool. Aber das ist mir, glaube ich, noch nie... Also, du hast schon irgendwie so... Ja, so eine Liste an Leuten, mit denen du halt ungern arbeitest. Mhm. Meine Liste ist jetzt nicht wirklich lang. Mhm. Ne? Aber das hast du natürlich. Das ist ja in jeder Branche normal, ne? Und dann bummst aus. Also, du hast auch echt so wie so eine Agentur quasi, die dich dann vermarktet quasi und. Du brauchst eine Agentur sonst. Was ist, wenn man das selber machen würde? Das machen auch viele, vor allen Dingen in Amerika. Aber am Anfang war es eher so: nee, Agenturen sind halt besser, weil du hast dann halt. Ja, du hast dann halt einen Ansprechpartner, die können dann halt alles klären. Und die platzieren dich dann auch tatsächlich. Die pitchen dich quasi bei. Irgendwie jetzt keine Ahnung, es gibt jetzt Namen, Brazzers beispielsweise, ist jetzt Brazzers, sowas, was mir, genau, Brazzers heißen die? Brazzers. Okay, sehr gut, ich habe schon wieder was dazugelernt. Sagen dann, hey, wir haben jetzt hier einen Youngster, hier wird Neues im Katalog, quasi ähnlich wie bei einer Modelagentur beispielsweise, die sagen dann, yo, wir machen jetzt was. Genau. Habt ihr Bock? Ja, nein. Und so passiert das dann quasi, weil die hat ihn direkt, das heißt, du könntest jetzt nicht quasi direkt Supported Brazzers anschreiben und sagen, hey, ich hätte Lust, das wird wahrscheinlich gar nicht zustande kommen, oder? Das kannst du auch machen, also ich kenne ja die meisten Leute auch persönlich, deswegen manchmal schreiben die mich auch selber an und sagen, hey, kannst du dann und dann kurzfristig was machen oder was weiß ich, aber meistens zum Beispiel so, wie bei meiner Agentur, ich bin bei der besten Agentur in Amerika, da kann man schon stolz drauf sein. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Und dann kommen da so Companies halt wie Brazzers und sagen, hey, morgen kurzfristiger Dreh, ne?
hast du da ein Mädel, was noch frei ist. Ja. Und meistens. Aber das ist gar nicht so spezifisch, dass sie sagen, wir suchen jetzt jemanden, der. Also es blond kommt immer drauf an. Oder, manchmal, ne, ist es schon so, dass die dann sagen, boah, wir wollen Anni für das und das. Oder ja, wir brauchen eine Milf für das und das. Ja. Oder wir brauchen das, ja, und das. Und bei meiner Agentur ist dann halt meist so, ja, die schauen dann halt, weil in meiner Agentur ist halt eh jeder cool so. Mhm. Dann interessiert es dir auch nicht, wer das eigentlich so ist. Okay, aber das, weil halt jeder in dieser Agentur halt mega. Wer entscheidet ist. Das letzten Endes? Ist dann der Regisseur, der dann quasi sagt, ich möchte jetzt, ich sehe, also es wird ja immer ein Drehbuch wahrscheinlich geben, so genau, grob, es gibt ja einen Ablauf, es ist ja nicht so, so, hier ist ein Bett, mach doch mal. Meist so, ne? Der Chef entscheidet das. Also dann quasi derjenige, der dann auch wahrscheinlich die Homepage oder sowas hat oder das Ganze. Genau. Oder, ne? Also es kommt immer drauf an, manche Seiten sind halt lockerer, was sowas angeht, und manche halt nicht. Bei denen manche sagen so, ja, wir müssen nach diesem Skript gehen und diese Position und genau diese, ja, Schnittbilder brauchen wir. Und manche sagen halt einfach, ja, das ist so das grobe Thema und jetzt macht einfach, was ihr wollt. Ja, und das ist wahrscheinlich das deutlich coolere, weil das andere dann... Also ich mag beides echt, ja, sehr gerne, weil manchmal hast du natürlich so, das ist dann mehr wie so eine Art Film, aber mit Sex. Ja. Und manches ist halt echt nur ein Porno. Mhm. Und ich mag halt diese Abwechslung, weil manchmal hast du richtig krass viele Spielszenen und, ja, da ist es halt auch richtig so High Quality aufgenommen und alles. Und, auch so bestimmte Shots extra nochmal gedreht werden müssen, genau, wahrscheinlich und sowas. Genau, und manchmal, ja, hast du dann halt echt... so die typischen Pornos, die man halt kennt. So. Wie ist das, kannst du dir ungefähr ausmalen, wie das als Kerl ist, als Pornodarsteller? Weil ich glaube, da ist es sehr schwierig, glaube ich, auch. Also Johnny Sins haben wir eben drüber geredet, ist ja so ein, so Johnny Sins kennt ihr alle Leute. Oh. Das ist so ein Dude mit einer Glatze, der ist ein Meme. Warte mal, ich zeig mal ganz kurz hier. Ja, zeig mal. Wie wird er geschrieben mit? Johnny, ja, Sins. Genau, hier ist er, Leute. Ihr kennt ihn alle, ihr kennt alle, Johnny. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier, das bin ich. Nehmen wir mal das Bild, ja, hier. Kennt ihr alle Leute? Ihr kennt alle. Der Typ ist ein Meme, weil er Feuerwehrmann ist, Businessmann, Arzt, er ist alles. Mörder. Er kann also alles. Johnny Sins ist halt so ein. Ist auch Brazers, glaube ich, ne? Ja. Oder? Ich auch glaube, so ein, der ist exklusiv bei Brazers. So ein Dude, der halt aus diesem Porno-Universum halt kommt und alles quasi durchgenannt. Der hat halt sehr viele Rollen gespielt. Da musst du aber auch erstmal hinkommen, sag ich mal, als Kerl in diese Exklusivität rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Da musst du schon gut mit der Company sein. Ist es so, mir hat mir irgendjemand gesagt, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass es halt als Kerl oft so ist, dass du erst im schwulen Pornobereich anfangen musst und dann erst den Einstieg in den... Weißt du das zufällig, wie man dann... Viele haben das gemacht, ja, aber nicht jeder macht das. Mhm. Vor allen Dingen... Du musst halt auch tatsächlich damit fein sein. So, du musst halt darauf. Ja, ne, so. Also du musst schon okay damit sein, weil sonst, wenn du Sachen machst, die du nicht magst, dann bringt kann das halt nichts, ne? Die Psyche anknallen. Ja, so. Das ist natürlich auch, genau, ganz, ganz wichtiger Punkt, psychischer Aspekt. So, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man halt darauf sehr viel hört und halt wirklich auch sich selber sagt, okay, money is a nice thing, so nice to have, aber ich glaube, da hört es auch irgendwann auf. So, jeder, ja, hat ja seine Grenzen, so, ne? Genau, ja. Ja. Das interessant, ja, krass. Aber Pornodarsteller zu sein, ist halt echt schwierig, weil als Frau, ja, sagen ja alle, ist da ein bisschen einfacher, obwohl, ja, das kann man auch nicht so unterschreiben, aber wir bleiben mal beim Mann. Du musst halt die meiste Zeit immer bereit sein und wenn die sagen, ja, jetzt ist vorbei, komm mal, so, dann musst du halt auch... Dann musst du halt auf... Ja, dann solltest du auch schnell dazukommen, ja. Ist ja jetzt okay, wenn man so 5 Minuten oder 10 Minuten, ne, aber wenn du dann halt... Da stelle ich mir sowieso immer schwierig vor als Kerl, dass er sich so sehr zu kontrollieren hat teilweise, ja, auch, ne, so, das ist ja... Vor allen Dingen als, ja gut, das ist ja auch bei der Frau so, dass man halt nicht auf jeden Typ steht, den man jetzt, also persönlich steht. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache und da sind ja auch ein paar Leute am Set, ne? Du bist ja nicht alleine typ da ist, eben, genau. Das ist ja nicht, dass du der einzige Typ bist. Da musst du halt echt abschalten können, ne? Also manche, die sind halt echt so Profi und sind so, ja, ich bin bereit. Ja. Whenever you can, so zu den Kameramann-Leuten. Und dann gehst auch und manchmal sitzt du dann halt und da... Das ist aber auch echt so eine Kopfsache bei manchen Männern, ne? Ja, da werden ich glaube, halt auch, ja, Drehs kurzzeitig abgesagt oder was weiß ich, weil die krank sind. War das auch schon mal, dass du tatsächlich, dass es im Dreh einfach gar, ja, nicht funktioniert und ihr gesagt, okay, schmeiß, ja, mir weg das Material? Ja. Ja? Das war richtig scheiße. Ist halt blöd, weil man das ist halt da, ne? Das war für mich doof, weil, darf man das hier so sagen? Nein, ich glaube nicht. Ja, es kommt drauf an, auf was jeden du Fall sagen willst. War es eine sehr spezielle Szene. Ja. Und es hat nur noch das Ende gefehlt. Ja, ja, ja. Und der Dude sagt einfach, nee, ich cancel jetzt die ganze Sache. Und wir waren schon so den halben Tag
Also ein Dreh dauert ja auch lange. Das ist ja jetzt nicht eine halbe Stunde bums aus fertig. Ja, richtig, genau. Das ist ja auch nochmal das Ding. Also du hast ja wirklich ein Ding, eine Liste quasi an Sachen, die passiert und die man ja noch abdreht, halt tatsächlich sehr professionell. Ne? Und dann, okay. War das schon mal bei dir so, dass du so ein Intro spielen musst, das Roleplay-mäßig irgendwas, wo du dir gedacht hast, ey, das ist jetzt so affig, ich finde das so witzig, dass das teilweise... Das sind die Besten, ich liebe das, das ist so dumm. Also weil, irgendwie so ganz typisch dieses, du bist jetzt so eine, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie, hast du einen Poolboy oder sowas, so ganz affig, dass du dir ja wirklich weglachen musstest. Ja. Die geilste Story war einmal, ich versuche sie auf die Reihe zu kriegen, auf jeden Fall, die Story war, ein Fahrrad... Bote kam in dein Büro rein von einem, der Chef war sozusagen, mit dem ich immer online so sexy geschrieben habe und so. Und den habe ich aber noch nie in Real Life gesehen. Okay. Und dieser Fahrradbote war halt in diesem Büro und meinte, ja, ich muss unbedingt dieses Paket abliefern. Und die Angestellten meinten, ja, dann warte halt auf den Boss. Ja. Und dann hing da halt so ein Hemd und dann hat er das Hemd so angezogen, der Fahrradbote. Und hat sich dann da so hingesetzt und hat halt, keine Ahnung, mit diesem Namensschild rumgespielt, mit dem Telefon, so einen auf wichtig gemacht, weißt du, so, geil, ich bin jetzt der Chef hier. Und dann komme ich rein. Als Sekretärin oder wie so irgendwie, oder einfach so generell? Einfach generell. Ja, okay. Und ich komme dann da rein und denke natürlich, das ist der Dude, mit dem ich die ganze Zeit sexte, schreibe. Und er natürlich gar keinen Plan und ich rede natürlich wie im Chat, versaut und so. Und er dann so, ja, und hat dann so noch das Telefon so falsch rum, weißt du, dass hier so das zum Hören ist. Und sagt dann so, ja, ich leg mal auf. Und so dann auch noch so richtig schlecht. Aber es ist einfach, nur so albern, ne? Ja. Wir haben uns, ich habe mich bepisst vor. Mhm. Also nicht Real Talk dann, das wäre ja ein bisschen weird gewesen. Aber schon, weißt du, was ich meine? Okay, ich muss kurz duschen. Aber weißt du, was ich meine? Ja, kann ich nachvollziehen. Manchmal ist es so dumm. Dass es so lustig ist. Aha. Ich schaue mir auch, wenn ich mir was anschaue, schaue ich mir auch nur die Intros an. Mhm, weil die so dumm sind. Ja. So den Rest. Ja. Klingt ja blöd, aber hast du ja schon 10.000 Mal selbst gesehen. Ja, der Mittelteil ist mir ja egal, also, weißt du, weil das ist ja immer das Gleiche blöd gesagt. Mhm. Aber das ist halt manchmal, manche sind halt echt gut im Schauspieler und manche sind halt echt schlecht. Ja. Das ist halt das Ding. Ich hatte auch mal mir Format überlegt, tatsächlich einfach nur auf die ganzen Sachen, die vor dem Pornos passieren. Also wirklich dieses Vorspiel, diese Storyline zu reagieren und daraus eine Nicht-Lachen-Challenge zu bauen. Bin mir aber doch nicht so ganz sicher, ob ich das machen kann, rein Content-wise, weil es halt schwierig ist, ne? So Community-Guidelines und sowas auf YouTube, Twitch, wer weiß. Aber ich finde das manchmal auch tatsächlich sehr, sehr weit hergeholt, was für Storylines es gibt. Ja. Es gibt ja auch so ganz krasse Produktionen tatsächlich, wo dann wirklich ganze, was für Pirates irgendwie, so ein Film wie Fluch der Karibik irgendwie. Ja, diese Parodie. Komplett als Porno-Parodie nachgemacht, also mit richtig krassen Kostümen, mit Feuerwerk, mit Effekten, mit CGI Arbeit, und sowas. Ja. Aber es ist halt immer noch ein Porno, so. Ja. Das ist das Ding. Ich finde es manchmal krass, dass die Szene letztendlich, echt jetzt sowas so richtig Aufwendiges, so mit Kostümen und allem drum und dran. Ja, ich war Misty. Misty von Pokémon. Ja. Ach krass, das hat er eben geschrieben. Pokémon, Digga, Pokémon. Ja, krass. Das ist voll lustig. Das ist wirklich so. Musst du auch mit so einem Ball und sowas werfen und so. Ja. Ja, geil. Oh, das war echt. Ja, aber schön. Das ist ja das Coole. So. Habt ihr da in dieser Branche keine Grenzen, so, also keine Regeln. Ihr könnt theoretisch alles machen. Du könntest doch jetzt morgen einfach das weirdeste Intro der Welt machen. Du kommst einfach durch eine Plastikwand gefahren mit einem Monster Truck und dann auf zu sagen, so. Weißt du, was ich meine? So, es gibt ja da wirklich, das glaube ich auch ganz witzig, als Drehbuchautor da zu sitzen und zu sagen, so, was hat's noch nicht gegeben? Ja, wirklich. Ja, die kommen so auf 3 Jetskis angefahren und dann, wenn das Production-Budget ja da ist, dann kann man ja tatsächlich alles machen, ne? Es gibt so viel weirden Scheiß. Hast du schon mal, dass du gesagt hast, okay, das ist einfach, tut mir leid, also das ist jetzt ein bisschen zugestört, so nicht jetzt vom reinen sexuellen Part her, sondern einfach vom Handlungsstrang, wo du so denkst, so, tut mir leid. Also, ich habe schon mal einen gedreht, wo ich echt gedacht habe, so, what the fuck? Ja? Sorry, ist so abgefuckt. Was war das? Weißt du es noch? Ja, das war, da war ein Produzent, wir haben das im Parkhaus gedreht und er wollte, die Story war halt, dass ich weiß gar nicht mehr, was ich in diesem Parkhaus gemacht habe, auf jeden Fall haben mich die Scheinwerfer hypnotisiert. Das war die Grundidee. Ja, aber und so war dann auch der Rest. So eine hypnotisierte Frau, so wie man sie sich vorstellt. Ja, man kennt das. Das war so dumm. Das heißt, ich bin 10-mal aus oder 20-mal aus der Rolle gefallen, weil ich dachte so, kannst du jetzt, wer schaut sich das an? Das ist so weird. Ja. Ja. Funny.
Das ist, ich bin danach auch von dem Dreh, also ich habe das natürlich gemacht und danach habe ich echt so gedacht, oh, das war schon echt. Du kennst auch bestimmt dieses warum liegt hier Stroh, warum hast du eine Maske an, dieses Ding. Das ist so für mich so, auch teilweise das mit der Feuerwehr, kennst du das, wo sie dann irgendwie in diesen Feuerwehrladen reinlaufen dann und in dieses Feuerwehrhangar und das dann eine Frau, die da irgendwie verlaufen und dann so, Alarm! Und dann kommen Alarm! So 8 Feuerwehrmänner und bringen so eine Liege und dann geht's auf einmal, und du sitzt dann da so und du bist völlig überfordert als Zuschauer, weil du denkst dir so, nice, bitte meet, let's go, weißt du, was ich meine? Und dann dieses Vorspiel, denkst du so, Alarm! So, und dann ist auch die Frage so, wer sucht spezifiziert danach so 8 Feuerwehrmänner in einem Hangar, eine Frau, ein go. Bett bringen. Ein Bett bringen, Sex. So, was ist denn das? Ja, crazy. Mich hat eben jemand im Chat gesagt, der weiß hier, Digga. Digga, weiß hier, was geht. Hatte am Set, war eine super dumme Frage, hatte ein Kameramann schon einen Ständer? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Das sind ja auch Profis. Nee. Also das ist dann echt so ein Everyday-Job für den. Das ist genauso wie beim Pornoschneiden. Irgendwann ja, richtig, interessiert genau, das nicht genau, glaubt, genau. Ob du ein, ne? Ich kenne auch jemanden, der ausnahmsweise für Lucy die Sachen geschnitten hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Und auch gesagt hat, so anfangs war es echt seltsam. Ja. Aber irgendwann ist es halt auch, dass es halt Schnitte ja. Und gut ist. Weil es ist halt, ich glaube, das ist genau das Gleiche. Wenn ich mir ein YouTube-Video von mir angucke, ich sitze ja dann, oder wenn ich irgendwas schneide dann sitze ich auch nicht da und lache über Sachen, die ich gemacht habe. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das ist dann einfach dann, du schneidest das dann und gut ist, ne? Ja. Wieso? So wie wenn ich ein Porno drehe. Also eine ganz wichtige Frage. Wieso gibt es keine Meme-Porns? So sehr viel mit Memes. Gibt's sowas? Gibt's so? Nee? Warum nicht? Ist da bestimmt Memes, eine Marktlücke. Memes von Pornos oder was? Nee, also Pornos, so, aber so aufgepimpt, geschnitten wie YouTube-Videos mit Memes. Weißt du, was ich meine? So, das dann, ist einfach dann... nur behindert. Finde ich nicht. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich finde das eine sehr gute Idee und ich finde das sehr wichtig. Stell dir mal vor, du bist in so einem Pepe-Kostüm mit dieser Frosch, diesem. Weißt du, wo haben wir ihn? Hier, wo ist Pepe? dieser komische Frosch, den wir da haben. War falsch hier. Das wäre doch mal cool, oder? In so einem Pepe-Kostüm aus so einem. Oder wäre das dann wieder, wo du sagst, das ist zu affig? Das ist zu affig, oder? Aber kann man noch machen, ne? Ich meine, hey, whatever. Ja, das ist, glaube ich, man muss. Gibt es so eine Sache, wo du nachträglich gesagt hast, so, ach, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht, so? So jetzt drehwise, so muss jetzt auch kein schönes Beispiel sein, einfach so ja, nein, wo du sagst, so, nachträglich, so hätte ich mir das einfach sparen können. Dieser Hypnoporno. Ja. Das sag ich immer noch so, das war schon echt bescheuert. Ich glaube, Annies Klicks kriegen durch die Decke auf gewissen Seiten. Ja, mag sein. Ja, also, läuft, Leute. Ne? Aber kaufen! Nicht illegal schauen. Ja, ey Leute, hier nicht irgendwo hier Restream. I see you. Das ist auch, genau, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Ja. Das Internet, ich meine, du bist ja durch das Internet quasi groß geworden. Es gibt ja auch, glaube ich, Leute, so, weiß ich nicht, ein ganz alter Schlag von Leuten, so Vivian Schmidt und Gina Wild und sowas, die ja noch vor dem Internet quasi berühmt gewesen sind mit Videokassetten ja. Und sowas. Tja. Wie sehr hat das Internet den Markt gefickt oder sogar komplett. Verbessert? Komplett. Der deutsche Markt ist komplett down. Ja? Voll. Okay, also... Kennst du irgendeine deutsche große... Seite, sowas wie Brazers, die Pornos sehen. Früher also selber man Produktion, so, ja. Ich kenne halt nur die ganzen Amateurseiten, also meine, ja, die Hobbys ja, genau. Und sowas, was du gesagt hast. Das ist das Einzige, ne? Ja, aber sonst früher gab es Magma, Beate Use, ja gut, die drehen auch noch ein bisschen, mhm. Aber nicht wirklich relevant. Ja. Nicht, dass du sagst, boah, das, da weiß ich, also, die machen das noch. Also war das eher, sag ich mal, eine Sache, die den Markt ein bisschen zerstört hat, oder total. Wie? Aber auch wieder geöffnet hat für so Independent-Creator, oder? Ja, aber ich kann mich an Storys erinnern von zum Beispiel Conny Dux, das ist auch ein richtig alter Hase im Business. Der meinte dann auch, wir sind dann früher nach, was weiß ich, nach Brasilien gefahren ja. Für einen Monat und haben irgendwie 3 Filme produziert mit privatem Koch und was weiß ich und so richtig krasser Scheiß halt. Ja, ja. Das gibt's halt nicht mehr, ne? Die verdienen halt nicht mehr das große Geld da drin. Weil gut, es sei denn, du hast halt so eine riesige Seite, ne? Ja, gut, aber da musst du halt auch schauen, ne? Wie du dein Geld machst. Findest du denn so ich glaube, Pornhub war das jetzt mittlerweile, die haben ja so ein Partnerportal irgendwie, ne? Ja. Wo du dich auch so Content-Creator weißt, quasi wie auf YouTube, du hast eine eigene Profilpage und so weiter und so fort. Ja. Findest du sowas unterstützenswert oder sagst du, dass es eher besser ist, sich von so einer großen Plattform auf was Eigenes zu konzentrieren, also wirklich eine eigene Seite aufzumachen? Wo da aber auch wieder die Frage ist, da brauchst du ja auch wieder Traffic drauf, ne? Also ich habe schon meine eigene Seite. Ich glaube, jede Dame hat so seine eigene Seite. Es kommt immer darauf an, was man
halt so macht, das ist halt schwer irgendwie zu sagen, so, das ist halt gut, das ist schlecht. Aber das Ding ist halt, ich, ja, Pornhub, X-Hamster, diese ganzen Seiten, die haben das ja meist illegal hochgeladen. Das finde ich halt nicht cool. So, ach, das, ne? Die haben ja alle so angefangen eigentlich, ja, ne? Und jetzt kommen sie so um die Ecke so. Ja, ja, aber das ist ja bei YouTube auch nicht anders gewesen, ne? YouTube hat ja auch so angefangen. Nur, dass da halt natürlich die Hemmschwelle eine ganz andere ist. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ja. Ja, ist halt einfach scheiße, wenn Leute halt, das ist ja auch, ich kann diesen Gedankengang verstehen, wenn es zum Beispiel jetzt auf, was weiß ich, den deutschen Amateurplattformen dir illegal dieses Ding runterlädst und das dann bei Pornhub hochlädst und denkst so, ja, Boys, ne, wir halten zusammen, ja, alle müssen mal Spaß haben und deswegen laden wir das jetzt mal hoch. Ja. Aber die checken dann halt meist nicht, dass das halt auch ein Job ist und halt auch Arbeit, was zu produzieren, die Leute zu finden, das ganze Equipment, das kostet ja auch Geld, Schnittprogramm, das ist halt alles Geld, wo denn alle meinen, ja, ist doch eh nur ein Porno, sollte ich dafür Geld bezahlen. Was ja eigentlich schwachsinnig ist. Ne? Ja, das ist halt so, das ist das Problem, glaube ich, auch in dieser ganzen Generation. Das Internet hat sehr viel Free-Content halt irgendwo gebracht. YouTube ist ja tendenziell auch free. Nur, dass du da halt das Glück hast, dass wenn du als Independent Creator halt noch mit deinen Werbeeinnahmen was verdienst. Bei euch ist halt das Ding, ist der Impuls auch ein ganz anderer. Ja. Wenn ich jetzt meine Sachen natürlich auf Bezahldiensten hochladen würde, dann würden die auch Leute runterladen und wieder hochladen. Das ist klar. Ich glaube, das ist natürlich, das ist auch so ein bisschen die Appreciation ist irgendwie so für, generell für Film, Musik, Kunst und sowas. Der Musikmarkt ist ja auch komplett vom Internet zerstört worden. Ja. Ne? So, also das ist ja auch echt schade. Das Internet hat sehr viel für uns gebracht, aber auch noch sehr viel Negatives für verschiedene Märkte. Schaust du dir was auf so diesen Seiten an, wo du so Filme so for free anschauen kannst? Ja, safe, auf jeden Fall. Also klar, ich bin machst da auch nicht. Machst du immer noch? Immer noch ist, es kommt. Das war früher. Selten so, selten. Oder früher habe ich gehört, dass viele das gemacht haben. So Pornhub und sowas zum Beispiel. Oder was meinst du? Ja, für so Kinofilme meine ich. Achso, nee, das gar nicht mehr. Das Kinofilme gar nicht so. Also Pornos jetzt selten auf jeden Fall. Ja. Aber selbst da habe ich netterweise von einem Kollegen für eine Seite einen Premium-Zugang bekommen, den ich seit 3 Jahren so gut wie, glaube ich, 1-2 Mal genutzt habe, wirklich. Aber ich habe ihn immerhin so, ne? Ja, läuft. So, das ist, ganz witzig. Eine Sache, die sehr viele Leute halt fragen, Eltern. So, ich glaube, das ist so eine sehr wichtige Sache. So, was sagt Verwandtschaft, Eltern und sowas dazu? Wie war die erste Reaktion? Glaube ich, eine Standardfrage, die du immer bekommst, oder? Erste Reaktion ist bei jedem ja gemischt. Manche sind so, ja, cool. Nice, mach ruhig, ja. Mach! Manche sind so, also meine Eltern waren, glaube ich, eher so auf Sicherheit bedacht, so, geht's dir gut, ist alles gut? Ist das ein sicherer Markt? Genau, so, ja. Ist es so sicher für dich? Ist es was, das du wirklich möchtest? Das ist eher so die Sache, die mir dann gefragt wurde. Und als sie dann halt auch gesehen haben, so, ja, alles gut mit ihr, läuft so, ne? Dann haben sie auch gesagt, ja, wir unterstützen dich da total. Und zum Beispiel, was weiß ich, mein Onkel, meine Oma sind meine größten Fans, die waren noch letztes Jahr auf der Venus, haben mich wirklich. Ah, cool. Und haben dann versucht, sich bei jedem irgendwie was for free abzuschaffen. Und meinten so, ja, ich bin mit Anja Rucher verwandt, gib mir was for free. Deine Oma, wie alt ist sie? 85 ist sie jetzt. Respekt auf jeden Fall. Sie zeigt auch allen so, weiß ich nicht, wenn ich so in Magazinen war, wie so Penthouse und so, zeigt ihr das all ihren Freundinnen so. Guck mal, meine Enkelin. Ja, wirklich so. Ah, witzig. Ja. Weird flex, but okay. So. Also voll positiv, sagst du. So mega, mega. Also Freunde, da muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten, ja gut, ich habe halt auch mit 18 angefangen, ne? Da ist halt, die meisten sind halt dann. Die meisten sind halt selber, wissen halt selber noch nicht, was bei denen abgeht und was das für ein Mensch halt ist. Ne? Und da war halt echt so, ich habe mit wem habe ich Kontakt von früher? Vielleicht mit 1-2 Menschen. Okay, das heißt, es gab da wirklich Leute, die gesagt haben, voll. Schwierig. Ich war immer so in so einer Mädelsklicke und die ganze Mädelsklicke ist da umgegangen. Echt jetzt? Ja, das war halt echt krass. Weil das war die schon einfach so konservativ oder? Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich. Nee, keine Ahnung. Also, die waren selber nicht artig, sag ich mal so. Ja. Die waren selber nicht artig im privaten Leben. Ja, ja. Und mir das dann vorzuwerfen, das fand ich dann auch irgendwie so, okay. Krass. Aber, weißt du, ich finde es aber auch besser, wenn ich nicht mit diesen Menschen mehr was zu tun habe, weil die sind halt einfach so negativ, weißt du? Ja. So, mit denen kann man auch nicht cool sein. Dann weiß man auch, dass man halt gar nicht mit denen Kontakt haben möchte, weil die einen eh nicht unterstützen. Ja, genau, vielleicht kennst du das ja, dass die dann so, die verstehen gar nicht, warum du das machst und sind dann immer so, fragen dann immer so, ja, und wie geht es jetzt? Und ja, und so. Diese weirden Fragen. Aber halt nicht, nicht so wirklich rein interessiert, sondern halt auch so ein bisschen so mit einem negativen Unterton. Ja, genau. Mit solchen Leuten möchte ich halt gar nichts zu tun haben. Von daher
war das dann halt für mich so, ja, okay, ist jetzt halt ein harter Cut, aber den musst du dann halt gehen. So, ist es bei dir auch so, dass sich ganz viele Leute von früher jetzt wieder plötzlich melden? Oh, das war ganz... Dass auch ganz viele dann fragen, boah, läuft ja bei dir hier, ich weiß, letztens bei ProSieben im TV halt bei so einer Geschichte und in meinem Facebook, fucking Facebook, wer nutzt Facebook noch, ist dann mit Nachrichten überschwemmt worden, hey, mega krass, bei dir läuft ja richtig, hey, cool. Und dann kommen aber immer, weil du früher mit den Leuten mal, so 14 war ich da war ich mit ein paar von denen wirklich sehr gut befreundet, ein paar auch gar nicht, so eher so distanziert, so man hat mich auf Partys Hallo gesagt. Das sind dann die Leute, die dir schreiben, boah geil ey, was verdienst du? So ist es bei dir auch so ein Ding, dass sehr viele Leute dann immer so ankommen und sagen, ey, läuft ja bei dir, du musst ja mega reich sein, so ja, was verdienst du? Ist das so ein Ding? Nee, bei mir war eine Zeit lang, als so, was weiß ich, verschiedene Dokumentationen und so, wo ich mitgemacht habe, rauskam, kam dann so all meine Ex-Freunde so an, so ey, mal, so immer unterschiedlich so, hey, wie cool, lass mal treffen. Oder, hey, ich wusste gar nicht, dass du das machst. Oder so, ja, lass mal auf einen Kaffee treffen. Weißt also dann so, halt direkt mit diesem Unterton so. Ja. So, ja, wir hatten doch mal was. Und jetzt vor allen Dingen mein erster Freund, da war ich bestimmt, lass mich lügen, 10. 10? Der hat mir geschrieben. Krass. Aber so eine perverse Nachricht, weißt du, wo so, ich dann auch gesagt so. Habe, alter Dude, ich hatte meinen ersten Kuss mit dir. Du bist und du versaust es gerade, du Piep. Weißt du, das fand ich dann auch uncool. Aber das Geilste war, letztes Jahr auf der Venus habe ich meinen Ex, also einen meiner Ex-Freunde wieder gesehen, wo ich frage mich immer bei so Leuten, auch so Ex-Freunden, manchmal fragst du dich so, oh, was machen die und so. Ja. Und, oder genau andersrum, so ich will gar nicht wissen, was die machen. Und teilweise, wenn man sie wieder sieht, sagt man sich so, warum habe ich das gemacht? Ja, genau, aber so meine Familie, die läuft denen halt immer wieder über den Weg und dann erzählen die halt auch, oh, ich habe letztens den und den getroffen. Ich so, oh, cool. Und der war halt da. Und der war früher halt so Hip-Hopper und so richtig cooler Dude. Ja. Und keine Ahnung, und ich war halt früher immer so richtig schüchtern und so. Ich habe keine Ahnung, warum ich mit ihm zusammen war oder wie das überhaupt entstanden ist. Auf jeden Fall kam der dann zu Venus und ich so, wow, was geht? So richtig übertrieben, weil ich mich halt voll gefreut habe. Und er so voll schüchtern was geht bei dir so? Machst du noch Hip-Hop so? Bist du noch so der von früher? Und so komplett anders entwickelt, ne? Ja, und er so, nee, ja, ich bin jetzt Schuhmacher. Oder irgendwie sowas. Und ich habe jetzt ein Informatikstudium. Das passt gar nicht zu dir so. Hat halt gar nicht geklappt irgendwie so. Und dann haben wir noch irgendwie so ein Bild gemacht. Das fand ich auch geil. So, kann ich dich yo, Bro, wir waren zusammen. Und er kommt halt so mega weird, so, hallo, wir hatten schon mal Sex, kannst du mal normal mit mir sein, so, was geht? Er ist dann auch so der Type of Guy, der sich dann die Sachen immer noch anguckt und dann so, früher. Ich wusste schon früher aus der Welt, was. Weird, Mann. Nee, auf jeden Fall war das sehr komisch. Jemand hat gerade im Chat gefragt, generell Beziehung, du bist ja gerade nicht irgendwie gebunden und sowas, ne, so relativ free, also relativ, du bist frei. Wie ist das? Ich glaube, beziehungsmäßig muss es ja immer so offen, hatten wir glaube ich immer auch im Video, ne? Ja. So wenn, dann also muss es offen sein. Also offene Beziehung, ja. Weil geht ja schon gar nicht mit meinem Job irgendwie. Aber hieß ja offene Beziehung dann auch in dem Falle, dass, hieß das nicht, dass, also tendenziell könnte es ja auch einfach heißen, dass du sagst, okay, für Drehpartner, ja, aber sonst außenrum gar nicht, oder ist das... Hey, aber das wäre ja total unfair. Ja, richtig, genau, das wäre so, super, wär ja super machen, wack halt, ne? So, ja, ja. Außer, nee, weil das gerade jemand im Chat gefragt hatte. Es muss halt Absprachen geben, natürlich, so wie klar, jeder klar, klar. Muss es halt Regeln geben. Nee. Vor allem, nee, braucht es nicht. Also ich ganz respektiere ehrlich, Jody ich auch gar nicht. Ich respektiere da gar nichts und Müll runterbringen ist, nee, also machen wir nicht. Nee, nee, das braucht man ja nicht, ne? Nee, aber es muss schon klare Regeln geben und jeder muss sich halt wohlfühlen. So. Ja, sonst funktioniert das halt auch nicht, ja. Ne? Schon klar. Hast du denn schon mal irgendwie, wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit nicht, aber irgendwie Partner oder sowas oder Leute, wo du dich gedatet hast und gesagt hast, nee, gar nicht, oder? Also ich meine, das ist ja auch mal so eine Sache, so, du musst ja dann auch erstmal tendenziell dann, wenn man jemanden hat, dann finden, also das ist ja auch mal. Also bei mir ist eher so das Zeitproblem, ich habe einfach gar keine Zeit für eine Beziehung so. Ich war schon mal auf Tinder und so, aber Tinder ist halt echt Cancer, Tinder wenn ist du halt weird, diesen oder? Job machst. Tinder? Vor allen Dingen, wenn du diesen Job machst. Ja, weil alle schreiben dann alle dann, so, oder? Oh, lass mal direkt treffen und ich so, dude, ich will dich erst kennenlernen, so. Das, aber ist ja, doch das egal. Das denke ich mir. Und dann so, Das denke ich mir, dass ja sehr viele Leute, das ist nämlich auch so, glaube ich, eine Sache, die bei vielen Leuten erstmal im Kopf Klick machen muss. Das ist genauso wie, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, ey, lass mal ein Video drehen, dass Leute direkt sagen, geil, lass mal jetzt direkt zur Sache, ne? Ja. So, nee, das ist ja ein Unterschied, weil das eine ist ja dein Job, das machst du gewählt und professionell und das andere ist ja dann auch eine Sache, die auf einer ganz anderen emotionalen Ebene dann stattfinden wollen, im besten Falle stattfindet, ne? Weil du willst ja mit demjenigen nicht irgendein Video drehen, sondern auch tatsächlich dann Gefühle austauschen in dem Fall, ne?
Ja. Ist, ja, ist das schwierig, da zu differenzieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Also das ist ja letztendlich, ich merke das selber, ich habe auch einen Freund, der spielt eine offene Beziehung, also ich selber nicht, aber ein Freund von mir, der halt eine offene Beziehung führt, der hat auch gesagt, hey, wenn ich mit meiner Freundin was habe oder mit irgendeiner Random Ho, wenn er das so sagt, so, sagt er halt so, dann ist das was komplett anderes. Ist es ja auch. Ne? Weil bei einem sind Gefühle dabei, beim anderen nicht. Bei dem Dreh zum Beispiel halt nicht. Ja, genau. Ja. Also du liebst ja die, also du liebst ja deinen Drehpartner nicht. Nee. So, Liebe ist ja was wieder komplett. Ist das alles fake? Boah, ist das alles fake? Das ist aber jetzt. Was? Ich dachte, die lieben sich die ganze Zeit. Hey, ja, der ist hier mit. Hast du genau. Ist das so ein Ding, dass du sagst zum Beispiel so, nee, küssen und sowas gar nicht? Doch. Ja? Doch, ja. Es gibt das. Wenn man es kann. glaube ich. Das ist. Oh Mann. Ich kann was kommt da für eine Story hoch? Du guckst schon. So. Nee, keine Ahnung, ich habe das auch schon oft gehabt, dass ich halt dachte, so, war mega nice, es vibet richtig und es ist so, und dann ist es mega cool. Ja, dann küsst man sich halt mal und denkt sich so, okay, kann mir jemand in den Kopf schießen. Also wirklich, ich würde jetzt am liebsten einfach weg hier. Weißt du, dann halt irgendwie so, so, weißt du, so, ganz weird, aber ich Digga. Ich finde, man stimmt sich, also zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist, es ist ja wirklich selten der Fall, dass du direkt mit einem so kompatibel bist, auch was Küssen angeht. Jeder Safe, hat also man stimmt anderes, sich ja ab. Ne? Ja, genau. Ich bin der hier so. Ich mache nichts anderes so. Ist ein bisschen weird, aber man kommt irgendwann mit klar. Entschuldigung. So. Sie hält immer nur ihre Wange hin. So. Das arme Ding. Oh. Oh mein Gott. Ich habe mal gefragt, ob du schon mal einen Drehunfall hattest. Ist schon mal irgendwas passiert am Set, wo du sagst, so, keine Kamera mal von alleine gefallen oder sowas, weiß ich nicht. Mir noch nicht, aber ich habe schon gehört, dass zum Beispiel irgendwie ein Licht runtergefallen ist auf jemanden oder so. Was? Du Scheiße, Alter. Das Ding ist, das ist ja nochmal, also ich weiß, Klamotten machen das wahrscheinlich nicht so gut viel, außer wenn du halt nackt bist und dann kriegst du so eine Lampe, die ja vielleicht auch noch heiß ist und sowas, dann auf dem Kopf, Alter, dann. Schon vorbei, so. Oh, ey. Nee, aber sonst hatte ich noch keine Unfälle sozusagen. Mhm. Ja. Also immer alles safe gewesen, sagst du. Ja. Es gibt so einen Clip von einem Kameramann, der sehr nah dran ist und da hat der Typ leider nicht gut gezielt. Ach so, ja, das gibt's natürlich. Hat es dann hier oben auf den Kopf bekommen und das ganze Set hat dann gelacht. Das fand ich auch ganz witzig. Das gibt's auch, ja. Oder? Aber dann ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Manche Kameramänner rasten dann aus und sagen so, Alter, was geht bei dir? Und manche sind so, okay, still. Erstmal ausfaden. Okay, gib mir jemanden zu. Das muss auch seltsam sein, glaube ich. Was heißt seltsam? Nee, ist es nicht. Ist es auch nicht. Ich glaube, als Kameramann, das haben wir eben schon gesagt. Halt irgendwie alles eben, so. Genau, du hast einmal alles durch und dann sagst du halt auch, hey, ist es letztendlich Common Work Risk, so, weißt du? Ja, kann halt sein, das ist mein Risiko. So, das ist halt mein Risiko, weißt du? Du bist halt an so einem Set und da passiert halt sowas, ne? Ja. Also schon, ja, gehört halt einfach dazu, glaube ich, ne? Gab es schon mal so eine Situation, die vorher quasi nicht im Drehbuch stand, wo dann Regisseur oder Set-Aufnahmeleiter, ich weiß ja nicht, wer das dann genau sagt, so, jetzt spontan fände ich es aber voll geil, das, also dass da nochmal irgendwie spontan was geändert worden ist und du sagst, irgendwie nicht so, also. Kommt drauf an, was? Also, weiß ich jetzt ganz grob Beispiel. Gesagt. Okay, nenn mir ein Beispiel, was wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, maybe too weird, so, keine Ahnung. Angenommen, du hast einen Dreh mit einem Partner und dann gehen wir die Tür auf und dann sagt der Regisseur, so, wir haben jetzt aber hier jetzt 20, so, das ist. Ja, da würde ich schon sagen, ne? Dude, jetzt reicht's aber, ne? Das nicht cool. Ja. Natürlich, dann würde ich erstmal meine Agentur anrufen und sagen, hallo Leute, habt ihr mir irgendwie so eine Null dahinter dem einen Buchstaben? Fehlt da irgendwie fehlt da so ein paar Namen für auf der Liste. Für zwei habe ich jetzt, aber nicht für 20. Ja. Nee, also wenn irgendwelche Änderungen sind, dann wird das erstmal abgestimmt mit mir. Und wenn ich dann sage, nee, dann respektiert es natürlich auch jeder. Anni, wie fandest du den Moderator von Die Frage? Habt ihr Doku gesehen? Den fand ich voll sympathisch. Ich kann die Doku nicht. Die Frage, das war ganz lustig. Die waren dann bei mir zu Hause und der Dude saß dann neben mir, während ich eine Campshow gemacht habe und wurde knallrot. Immer das so unangenehm und das war dann. Okay. Er war dann halt so. Auch so nervös oder wie? Ja, ja, voll. Aber das war dann, ja, für mich ist sowas normal, ne? Für mich ist sowas. Ich bin da halt eher so abgefuckt. Von daher fand ich das eher süß, so dass er so knallrot angelaufen ist. Oh mein Gott. Ich finde die beiden, natürlich der Kameramann, auch super lieb, also von daher. Erik Andor hat auch eine sehr interessante Frage gestellt, aber ich glaube, das ist ein bisschen might be too much, aber das ist richtiger Sex-Ad-Thema, ne? Die Leute wollen sehr viel wissen. Genau, wie ist das, das habe ich mich eben auch gefragt, wenn du später mal Kinder oder sowas hast,
Wie erklärst du denen das tatsächlich? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht tatsächlich? Nö, ich bin 22, was soll ich jetzt bei Kindern? Also ja, bei mir ist, Moment. Also erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich allgemein Kinder habe. Mhm. So, weil diese Welt ist so abgefuckt. Ich möchte nicht verantwortlich sein, dass ein ja, mein das Kind in diese abgefuckte Welt so. Das ist auch so eine Sache, wo ich auch glaube, das hat Jodie auch mal irgendwann ja, gesagt. Ja, das Ding ist halt, so, wir entwickeln Kinder uns halt gerade so. Ja, Kinder sind super toll, aber sind super zeitintensiv. Aber wenn du halt nicht weißt, ob deine Kinder dann noch anständig Luft atmen oder gar nicht, ja, dann ist halt... Dann, das tut dann ja, halt schon weh, ja. Weißt du? Ich habe schon eine Verantwortung für einen Hund und das zerreißt mir manchmal schon das Herz. Ja, glaube ich. Also ja. Weißt du dann noch gar nicht, wie du das dann nee. Eventuell, wenn, dann irgendwann mal... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann Kinder habe. Ja, ja. Genau. Schaust du deine Tapes selber, nachdem das draußen ist? Also guckst, ist das so, dass du quasi das Ding nochmal bekommst? Sie sagen so, hier ist nochmal quasi Probe-Watch, also nochmal last Call, du kannst nochmal drüber schauen. Zum Beispiel, dass du sagst, okay, jetzt da ist Szene bei 4,55, da rolle ich gerade meine Augen, das sieht blöd aus oder weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Dass du halt nochmal so ein bisschen das letzte Wort hast, so bei professionellen Drehs? Oder bei ist das, professionellen nee? Gar nicht nee? So. Du kannst natürlich, ja, mir ist das aber noch nie vorgekommen, dass ich gesagt habe, oh ja, guck mal, bei der 15. Minute, da habe ich irgendwie hab ich ein ganz komisches Geräusch gemacht. No. Das ist Geräusch. Das ist Geräusch in Porno. Ui! Nee, aber guckst du die danach nochmal an oder wie du meinst nur die ich Storyline? Ich schaue mir das nicht an, weil ich mag mich nicht selber sehen, weil das Ding ist, das ist ja genauso wie, man kann seine eigene Stimme auch nicht gerne hören. Mhm. So, du verurteilst dich immer so selber. Ja, man denkt immer, was könnte ich anders machen? Ja, genau, machen was so. Könnte ich anders sehr machen? Kritisch, oder, ne? Da guckst du ja ganz schön doof. Oder, die Stellung sieht aber total komisch aus. Da siehst du fett aus. Da ist dein Arsch komisch. Weißt du, das ist so, ich schaue mir das nicht an, nee. Also ja. Nur wenn ich, zum Beispiel, es gibt ein Tape, was aber eher so ein Film war, ja. Wo ich immer gesagt habe, boah, richtig geil. Und ich habe immer, wenn ich mich jemand gefragt habe, so, was war dein coolster Dreh, dann habe ich immer diese Szene gesagt. Ja. Weil da war halt auch viel mit Schauspielerei ja. Und es war halt richtig, ein richtig krass produzierter Film mit viel Skript für mich. Und ich war die Hauptrolle und es war halt schon eine coole Sache. Und dann habe ich mir den mit meinen Freunden angeschaut, irgendwann Jahre später, ich glaube letztes Jahr oder so. Und ich habe so gesagt, so, bah, das echt? Geht gar nicht. Aber nicht, weil ich mich da einfach zu selbstkritisch gesehen habe. Ja, so, mein Englisch ja. War dann noch nicht so gut. Und ich dann so mit so einem krassen deutschen Akzent. Und hello, im Kopf hast du es halt... Is there any aroma? Ja, genau. Dieses so, yes, im fuck me. Ja, genau, im Kopf hast du es halt immer komplett anders. Und denkst so, boah, das war richtig geil. Und dann siehst du das und dann denkst du so, boah, du warst echt scheiße. Aber es ist dann halt dieses Selbstkritische. Dann. Ja. Es ist aber auch immer eine Sache, letztendlich, das hatte ich jetzt auch bei... verschiedensten Sachen, die nicht von mir geschnitten worden sind und nicht von meinem Cutter, wo ich das letztes Wort drüber hatte, sondern einfach, wo andere Leute dran waren, wo ich dachte so, boah, das hätte man schon besser machen können. Ist das auch so, dass du sagst, so im Schnitt manchmal, dass man irgendwie, oder ja, gar nicht? Ja, du kannst immer alles besser machen. Ne? Ja, also dass du da auch eigenes Wert ansetzt und sowas, das ist ja klar. Genau, ich frage Leute, was ist, wenn man seine Tage hat? Ja, dann hat man halt keinen Dreh. Nehme ich an, oder? Doch. Okay. Aber es gibt extra so Soft-Tampons, nennt man die in Deutschland. Die gibt's dann extra, das sind extra so Tampons, das sieht dann aus wie so ein Dreieckschwamm. Ja. Und die nehmen auch normale Menschen, wenn die in die Sauna gehen, dann hast du halt so ein schnurloses Tampon. Ah, wie und damit man kannst das? Du aber auch Sex haben. Man kann es einfach rausholen dann. Ja, genau. Ja, okay, okay. Das ist halt so ein Schwamm, der das dann sozusagen aufsaugt. Ah, okay, interessant. Ja. Okay. Das krass. Gibt es dann ja, macht schon Sinn. Aber manche drehen natürlich auch nicht, weil sie es dann unangenehm für sich selber finden. Die meisten sind aber okay. Du sagst natürlich vorher deinem Drehpartner Bescheid, so hey, ich habe halt meine Tage, aber ich habe ein Schwämmchen drin, weißt du Bescheid. Ja. Ne? Und dann ist es eigentlich ganz cool. So SpongeBob halt, ne? Ja, SpongeBob. So, da unten sitzt SpongeBob. SpongeBob ist da! Wie ist das mit Orgasmen? Hat jemand gefragt, ist alles gefaked oder ist das auch teilweise real? Nö, ist nicht alles gefaked, natürlich nicht. Also. Ist ja manchmal schon passiert, dass du gesagt hast, okay, fuck, so way too early so und jetzt ist der Dreh eigentlich noch gar nicht fertig, aber... Also das ist eher das bei auch, Männern das Problem, ja, so, ne? Ja. Wenn die zu früh kommen, dann ist das natürlich schlecht. Da muss man überlegen, okay, was macht man jetzt aus der Story oder er bleibt trotzdem immer noch am Ball, so. Ja. Oder er gesagt halt, ja, ich kann hier, ne, 15 Mal zum Ende geil, kommen, ja. So. Ja. Ich bin nämlich so einer, weißt du, was ich meine? Ja. Lernst du deine Drehpartner vorher nochmal kennen oder sagst du, oder wie ist das, also kennst du... Wie,
Also viele kenne ich ja schon von Veranstaltungen oder weil ich schon vorher mit denen gedreht habe. Es ist jetzt nicht so, dass du dich eine Stunde vorher triffst und sagst so, hi, ich bin die Anni und wer bist du? Wir haben ja gleich das mit den Bienchen und Blümchen, ne? Sondern das ist dann eher, man lernt sich so, ja genau, sind man Nude so. Nee, sondern das ist eher so, man lernt sich am Set kennen, aber natürlich hat man vorher immer noch Zeit, sich kennenzulernen. Mhm. Natürlich ist dann eher so, ja, was magst du nicht, was ist okay? Und dann tauscht man sich eh immer aus. Also man hat eh immer Zeit zu quatschen am Set. Wie sind wir in Kontakt gekommen? Das ist eine ganz gute Frage. Eigentlich über TwitchCon tatsächlich. Also schon vorher irgendwie mal immer wieder mal so irgendwie, weil du halt auch in Köln gewohnt hattest. Aber jetzt eigentlich durch die TwitchCon tatsächlich. Ja. Durch Grey Fox in allen Finger. Und ja, irgendwie durch Lucy, die ja auch irgendwie bei euch rumgehangen hat. Irgendwie so, ich hab euch da alle irgendwie gesehen. Also ihr wart da irgendwie alle aber so. Ich wusste auch gar nicht, dass sie da ist. Das war eher so ein. Aber ihr kennt euch auch schon länger, ne? Ja, ja. Von der Venus. Und weil ihr seid glaube ich auch, das habe ich auch eben zu ihr gesagt, ihr seid halt mit die einzig beiden, die halt so Social Media Präsenz haben, so, ne? Ja. Groß und zumindest. Auch in der jüngeren Zielgruppe irgendwo gar nicht, auch nicht nur, also dadurch auch Streams und sowas, das muss man ja mal dazu sagen, du machst ja nicht nur den ganzen Pornkram, sondern du machst ja auch sehr viel normaler Content, aber halt klassischen YouTube- und Twitch-Content, du streamst, du machst Videos und sowas und Lucy macht das ja tatsächlich auch. Ja. Und ich glaube, das macht euch auch auf jeden Fall gerade für die Internet-Zielgruppe sehr viel nahbarer und sehr viel bekannter einfach. Ne? Das merkt man ja auch in euren Social-Media-Zahlen, die ja wirklich nicht schlecht sind, ne, tatsächlich. Wie ist das? Kriegst du, okay, ganz oft wahrscheinlich, Dickpics und sowas. Ist das so ein Ding? Ja, safe, oder? Also meinst du auf Social Media oder sowas? Ja, Jodie und sowas ist halt schon krass. Und bei Kelly hatten wir auch ein Video gedreht. Ja, das ist sehr viel. Ich habe jetzt immer wieder mal Bilder von Leuten bekommen, die kranken gewesen sind, haben einfach eine Scheiße fotografiert mir geschickt. Echt? Fand ich auch ein bisschen weird so. Ja, mega, oder? Bitte mehr davon nicht. Fand ich seltsam. Ist das bei dir so ein Problem? Also ich meine, ich glaube, da ist auch wieder das Ding. Viele denken halt so, ja, ich habe die im Internet gesehen, da schicke ich dir das einfach mal. Es ist eher so, kann man dich mal treffen? Ne? Ja. Keine Ahnung. Aber manchmal gar nicht drauf kriegt man ein, auch. Ne? Nee, ich antworte auf Social Media. Du hast ja auch feste Drehpartner dann und sowas. Und du, ja, und ich habe auch meine Seite, wenn die Leute mit mir über sowas reden möchten, dann schreib mir da, ne? Aber nicht über Social Media so. Ja. Aber ja, ich krieg schon Bilder und was weiß ich, aber ich reagiere. Da halt nicht drauf ein. Bist du in der, hast du Max Rockstar deine klebrige Hand gereicht? Rockstar, kenne ich auch, Maxi. Ja, kennst der hat einen Song über mich geschrieben. Echt jetzt? Ja. Ach wirklich? So geht das wirklich. Ach krass. Ja. Warte, das war auch schon ein bisschen her. Rockstar, warte, muss ich mal ganz, ich habe so lange von Max nichts mehr gehört. Ich weiß auch gar nicht, was der im Moment macht. Ja, da sind wir gerade. Ich kenne auch hier Gamescom Girl und sowas, die ganzen Sachen. Nee, Koppelblatt ist es nicht. Das wie heißt es? Pubertät, das ist das letzte Album, was ich von ihm gehört habe. Wie heißt der denn nochmal? Ich hol dich da raus. Rockstar, ich. Wohl. Gibt's nicht. Oh, hat er es gelöscht? Die Sau. Den schreibe ich gleich erstmal noch. Ja, Mensch, Max, was ist denn da los, Alter? Nee, finden wir leider nicht. Keine Ahnung. Wie, das auch. Wenn du den wirklich nicht, dann guck bei YouTube. Das ist echt ein super Song. Du wirst echt lachen. Weil es ist ja wahrscheinlich auch sehr ironisch halt, ne? Ist voll ironisch. Ja, Max sowieso halt, ne? Siehst du? Hier, möchtest du auch Kopfhörer haben? Ja. Das hier. Ja, war es nur welche? Schon schlau jetzt. Ach, das bist ja sogar du. Ja! Du bist ja sogar du auf dem Cover. Ja, mega funny. Warte mal. So, hier. Warte mal ganz kurz. Ist kein Video dabei, Leute, so lohnt sich nicht. Nee. Gibt's da rechts, links? Oder ist es egal? Ist egal, glaube ich, bei denen ist ein Mooskopfhörer. Jetzt mögen wir das reinhören. Anni, mein erster Berührungspunkt mit dir war, als der Mann vom Wasserleser kam, um sich in deiner Wohnung den Zählerstand zu notieren. Echt ja? Du hast dir nie den Ausweis zeigen lassen, Anni. Ich glaube, der war gar nicht von der Stadt. Hä? Hey, warte mal. Ich glaube, der wollte nur mit dir schlafen. Und abgelesen hat er auch nichts. Ich kriege kein Auge zu, so muss ich etwas tun. Du wächst nicht meine Triebe, bloß mein Helfer-Syndrom. Ja. Und deshalb hol ich dich raus. Von der Rückbank des Bumsbus, ich hol dich da raus.
reich mir deine klebrige Hand, hol dich darauf. Hab jetzt keine Angst mehr, ich hol dich darauf. Ei. Ich hol dich raus. Das ist nicht Energy, nein. Dann hab ich dich kochen gesehen, Anni. Was war das denn? Das war völlig unhygienisch. Man kocht nicht ohne Hose. In keiner Küche der Welt. Gurke ist auch nicht aus Fleisch. Das weiß doch jedes Kind. Ja. Und apropos Kinder. Wie zur Hölle machst du bitte Salatdressing? Das ist Kannibalismus. Tina Wild und Kelly Trump, da hab ich versagt. Doch ich hab geschworen, dass ich es bei dir besser mach. Und deshalb hol ich dich raus. Von der Rückbank des Bumsbus. Der Bumsbus. Ich hol dich da raus. Reich mir deine klebrige Hand. Hol dich da raus. Den Bumsbus. Den hab jetzt was, oder? Keine Angst mehr. Aber es ist eine deutsche Bumsbus. Bumsbus. Ja, es gibt den Bumsbus. Ey, wir Deutschen, Alter. Du bist halt behindert. Der Bumsbus. Das machen natürlich Berliner. Schön mit dem Babysitten macht nur Sinn. Komm mal hin, Bumsbus, ey, Kleine. Komm mal, wir kicken den Bumsbus. Pizza hat in der Regel kein großes Loch in der Mitte. Und Pizza Margarita ist auch eigentlich ohne Belag. Nur Käse. Aber das lernst du halt alles noch, Anni. Bist halt manchmal ein bisschen doof. Das Leben ist kein Streichelzoo. Und Conny Dax ist auch kein Tier. Jemand muss dich retten. Und deswegen bin ich hier. Und deshalb hol ich dich raus. Der ist live verfolgt. Echt jetzt? Ja. Nice. Wo? Ich war auch auf seiner Tour in Köln. Aber das ist schon ein bisschen her. Ja, 2014 oder so. Ja, Rockstar Ehrenmann, Digga. Wirklich, mag ich auch sehr gerne. Sehr cooler Typ auch. Hab jetzt keine Angst mehr. Süß, ey. Er mag so ein cooler Typ, wirklich. Klebriger Hand. Als ja, also das hätte er sich echt sparen können. Ja. Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich darauf. Sehr schön, Alter, ja, wirklich. Sehr schön einfach, sehr schön, Max, das hast du sehr schön gemacht. Ich glaube, wir sind gleich am Ende. Eine Frage, die ich noch auf jeden Fall stellen möchte. Ja. Hast du vor, irgendwann tatsächlich in die klassische Schauspielerei oder sowas zu gehen? Könntest du dir vorstellen, zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach klassische Schauspielerei. Es gibt ja auch sehr viele, die das tatsächlich gemacht haben. So, ich glaube, ganz gutes Beispiel ist Mia Khalifa, glaube ich, die ihr komplett aufgehört und jetzt auch mittlerweile normale Schauspielerei gemacht hat, zumindest zuerst in Musikvideos und dann auch in irgendwelchen Serien mitgespielt hat und sowas, weil sie aber auch so überregional bekannt gewesen ist halt. Ja, ne? Ja, sie musste ja auch aufhören, ne? Die Story kenne ich zum Beispiel echt nicht. Nee. Ich kenne die jetzt auch nicht komplett. Kannst du die komplett? Ich kenne die komplett. Ja. Ja, sag mal. Ist sehr hart. Inwiefern hart? Also sie wurde von ihrem Land verbannt. Ja. Wo kommt sie her? Also arabisch irgendwas, ne? Ein arabisches Land. Ja. Ist komplett verbannt. Ja. Das wurde ihr aberkannt. Die Staatsbürgerschaft wurde ihr okay, krass. Die ja. Familie hat gesagt, sie will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Okay. Wenn sie zurückreisen würde, würde sie halt gesteinigt oder geköpft werden. Oh, krass. Und dann hat sie gesagt, ich höre auf. Genau, dann hat sie Morddrohungen halt aber auch von der Familie und so weiter bekommen. Krass. Also es war dann nicht mehr cool. So. Ja, klar. Und dann hat sie, ich glaube, sie war dann längere Zeit weg vom Fenster und jetzt macht sie halt so Mainstream-Sachen. Mhm. Aber klar, ich bin für alles offen. Also du würdest auch sagen, wenn jetzt irgendwann Film... Hollywood oder... Wenn Hollywood mich anruft. Oder jetzt Tatort. Tatort? So richtig... Tatort. Tatort wäre witzig, cool. Oder? Schon cool. Also Tatort das ist auch so... Das habe ich früher immer geschaut. Tatort ist auch von mir so ein... Mit so jeden Sonntag. Von mir so ein Live-Goal. Ja. Irgendwann mal im Tatort, selbst wenn ich eine Leiche bin. Das irgendwann ist so fein für mich. Das möchtest du echt sein. Ich fände das witzig. Das ist so ein Live-Goal von dir. Ich habe noch nie einen Tatort geguckt. Du hast noch nie einen Tatort geschaut? Ich habe noch nie einen Tatort geschaut, nee. Was? Nee, was? Das war mal ein sehr ehrliches. Was? Nee, Tatort geht mir nicht so gut rein. Das ist richtig cool. Ja, ich muss mir mal reinschauen. Deutsch. Ich weiß, dass die, wie heißt die? Nicht Obacht, sondern... Mensch, sag schnell. Das ist auch eine YouTuberin. Wie heißt aber die YouTuberin? Die, Aber Obacht kenne ich noch. Obacht nicht, sondern Darum, genau. Darum hat. Ach, Nilam. Nilam Faruk. Faruk, ja. Faruk, genau. Nilam, die spielt dann Tatort irgendwo mit, ne? Ja, aber die ist ja auch richtig Schauspielerin. Ja, tatsächlich, ja ne? Ihr, ja, die hat ja mit YouTube nebenbei sozusagen angefangen. Ja, ja. Ja.
Boah, Nilam. Ich mag Nilam, die ist echt cool. Ich habe sie noch nie getroffen, aber ich weiß, dass die auf jeden ich Fall... Ich habe sie auch noch nie getroffen, aber ihre Videos cool. Ich habe noch nie ein Video von ihr geguckt. Das finde ich auch immer strange. So zum Beispiel auch auf der TwitchCon oder so. Du kennst die ganzen Leute, aber nur aus dem Stream. Ja. Und dann kommen so manchmal Leute zu dir, wahrscheinlich auch, und die dann so, boah, Revi, und du denkst so, ja, ich kenne dich gar nicht. Gut, wir wissen du jetzt eigentlich, ne? Ja, genau. Ist es bei dir so gewesen, dass auch teilweise dann, wenn Leute einfach zu dir kommen, dass die auf eine weirde Art und Weise nervös sind? Also jetzt auch gerade Leute, die du übers Internet, so YouTuber, Influencer, so kennst, die dann halt so, also Grüße gehen raus an Orange Morange, der hat es hinbekommen, das ist ganz normal zu sein. Kevin hat wieder seine Macker-Pimmel-Rolle abgezogen, hat natürlich wieder nicht funktioniert, aber total. Ja, total. Ging komplett in die Hose. Nee, eigentlich geht's. Klar, am Anfang ist immer so ein bisschen weird. So, wenn man halt nur schreibt oder so, dann ist das schon komisch, aber ich glaube, jeder merkt nach 2 Minuten, wenn er mit mir redet, dass ich auch ganz normaler Mensch bin. Naja, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es halt immer so ein seltsames Ding. Ja, das ist halt eine ganz wichtige Sache, die, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt eine ganz gute Conclusion ist. Es ist nichts Weirdes daran und es ist was vollkommen Normales und ich habe das, glaube ich, eben ganz gut zusammengefasst. Jeder wichst. So. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja, es ist ja so. Also da kann sich ja keiner von freisprechen, ne? Das gehört ja. Das Fazit, jeder wichst. Das gehört ja irgendwie dazu. Ja, ja, Leute. Arschgeil, wir haben jetzt hier 1,5 Stunden einfach mal ein bisschen getalkt. Fand ich sehr wichtig und sehr witzig auch tatsächlich. Wenn ihr Interesse habt an Annie Aurora, schaut da auf jeden Fall mal gerne bei ihr vorbei. Sie hat ein Instagram-Profil, den Rest überlasse ich euch, was ihr damit macht. Ne? Das ist, wie gesagt, ich bin 55 und noch nie gewichst. Grüße gehen raus an dich, Bunny Hop. Weiter so. Will sie Avengers gucken? Willst du Avengers gucken? Ja. Ich auch. Ich will eigentlich noch morgen gehen. Du auch? Ja, wir wollen alle. Morgen bin ich bei Twin TV leider. So eine Scheiße, ey. Aber ich könnte... Morgen Nacht, ich fliege um 5 Uhr nach Madeira, das machen wir. Sagst du einfach mal morgen Nacht um 0:01 Uhr und kommen alle dahin. Ja. Mega geil. Morgen 0:08 Uhr, Leute. Schaut auf jeden Fall gerne mal auf Instagram vorbei. Und ja, das war's an der Stelle. Vielen, vielen Dank an dich. Jo. Und wir suchen jetzt irgendwen raus, den wir raiden. Der weiß, die hatte eben. Weißt du, das war der Typ, der dich auch eben, der hier tatsächlich auch eben deinen. Der Sub-Immortal hatte, Leute. Geht auf jeden Fall mal rüber, meine Freunde. Und ich wünsche jetzt noch allen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns vielleicht morgen Abend noch wieder mit einer Runde Anno oder sowas. Und das war mein erster Talkshow-Stream-Gedöns. Schreibt auf jeden Fall mal gerne, wenn das irgendwie irgendwann das Video mal online kommt, wie ihr es gefunden habt. Es scherdet immer schön vorne bleiben, meine Freunde. Fortnite. Jetzt alle rüber zum Herrn Weissi. Der freut sich nämlich unglaublich. Der freut sich sehr. Der wird sich sehr freuen. Also, Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye, 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 bye. Und jetzt geht da rüber. Auf geht's. Also, tschüss, Leute. Dankeschön.